Hallo, Happens, warum so ein grimmiges Gesicht? Why are you staring? Hallo, Angel. Kein Shiny, was hab ich für ein Pech, ey. Mann. 4. Dachte, wolltest du heute was anderes machen? Tu ich doch. Was? Ich mach doch was anderes. Ist das hier Manafi? Nein. Ist das Gen 5? Nein. War schon ganz hyped. Aber ich bin doch... Ich mach doch was anderes. Hallo Drarot, dankeschön. Hallo Itako, hallo Shiro. Hallo Regirock. Hallo Mariko. Hallo J-Gamer. Zu wenig Veränderung. Ja, ich muss es doch jetzt weiter treiben. Ich kann nicht aufhören, bevor ich nicht 4 Stück habe. Ich dachte zuerst, ich mache ein Video darüber, wenn ich 1 habe. Aber ich glaube, ich mache ein Video erst, wenn ich alle 4 habe. Ist cooler. Und es geht so schnell. Ich meine, wie schnell? Ich war nach 3 Mal Hunten wieder bei 4000. J-Gamer, du bist ein Shiny. Das erste heute ist direkt ein Shiny Kupfanti. Dankeschön, Happens. Hallo Philipp, hallo Meguminar, hallo Zink, hallo Leon, hallo Evoli. Du hast einmal Glück und dann klickst du das Shiny weg. Mhm. Hallo Itachi. Hey Roter J. Wie du meinst, du hast einmal Glück und dann klickst du das Shiny weg. Das war vor 3 Wochen. Du bist nicht up to date. Lies den Titel. Hallo Husky, hallo Hikaru. Es ist kalt. Warum ist es kalt? Kannst mal aufhören, kalt zu sein. Ich will endlich nicht mehr Pullis tragen müssen. Hallo Anubis. Muss man bei deinem Manafi Shiny Hand seinen Spielstand löschen? Nicht nur bei meiner, das muss jeder machen, ja. Du musst das Spiel resetten. Und dafür musst du den Spielstand löschen. Du resettest nicht die ID von Manafi, sondern du resettest deine eigene. Deswegen musst du immer wieder ein neues Spiel anfangen. Deswegen dauert es so lang. Aprilwetter? Aber es ist nicht warm und kalt. Es ist einfach nur kalt. Es ist kein Aprilwetter, es ist Winterwetter. Mariko, du bist ein Phantoros. Wir sind jetzt schon bei 20. Da brauche ich 4 Stunden für. Bei Manafi. Dankeschön, Sakura. Wann kam das Shiny? Bei 4319. 4319. Ja, inzwischen ist das Video auf TikTok, auf Twitter und auf YouTube, wie ich es gekriegt habe. Deswegen bin ich ein bisschen zu spät, weil ich es gerade noch hochgeladen habe. Ich sehe es nicht ein, im April die Heizung anzumachen. Da ziehe ich lieber einen Pulli an. Nur am Pissen hier. Wir hatten schöne 28 Grad bei uns, jetzt ist wieder runtergekühlt. Ja, das ist Aprilwetter, aber hier wird es einfach nicht warm. Jetzt die ganze Zeit nur 10 Grad oder so. Wie viel Grad hat's? 13. Aber ich habe gestern wirklich wieder so, ich kann mich gar nicht mehr an den Moment erinnern, als das Shiny kam gestern Nacht. Weil ich habe wieder irgendwas angeschaut. Ich habe Good Mythical Morning angeschaut, eine Folge. Habe mich voll darauf konzentriert. Auf einmal schaue ich nach rechts, aber ich habe mir halt angewöhnt, dass ich immer den Daumen wegnehme von Start und Select, damit ich nicht zufällig drauf drücke. Deswegen habe ich auch, als das Shiny kam, gesagt, meine Hände sind weg, meine Hände sind weg. Weil ich jedes Mal extra die Hand wegnehme, bevor ich das hier mache. Und ich habe es gesehen und dann habe ich ganz schnell die Hände von meinem Gameboy weg. Hallo Verox, dankeschön. 8 Grad, 10 Grad in Wien. Ja, ihr lebt ja auch in den Bergen. Habe ich hier Shiny gehört? Hallo, no Superman, Mr. Frankie. Yes. Das zweite Deoxys ist endlich da. Was heißt endlich? Es ging sogar ziemlich gut.
Es kam bei 9876, gefailed, und dann kam es bei 4319. Also, ich kann mich nicht beschweren, oder? Das erste kam bei Full Odds so ungefähr und das andere kam bei so ziemlich genau halben Odds. Letzte Nacht habe ich es gekriegt, ja. Auf Twitter, YouTube und TikTok ist das Video. Hallo Lurky. Hallo Hannes. Wir hatten schöne 28 Grad. Das wird's hier nie. So warm wird's hier gar nicht in dem Land. Danke Hannes. Danke Anubis. Hallo Shiro. Also jetzt Double Odds oder Viertel Odds? Keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht kommt es direkt wieder. Laut Rechnung müssen wir jetzt erstmal 4000 finden. Also 4000 machen und dann geht's nochmal von vorne los mit 8000. Das heißt, es kann sein, dass wir bis 12.000 warten müssen. Das wäre zumindest der Schnitt oder die Odds wären jetzt 12.000. Weil ich habe so ziemlich Full Odds, jetzt halbe, also müssen wir jetzt nochmal halbe und volle warten, bis das dritte kommt. Aber das kann alles passieren, wie immer. Frankie, hast du dich erholt von deinem Manafi inzwischen? Hast du jetzt wieder das Shiny Hunten an den Haken gehängt? Oder hast du was anderes gerade? Muss ich dich wieder zu irgendwas motivieren? Bei uns schneit's. Ihr lebt ja auch in den Bergen. Musst Skifahren gehen. Dankeschön, Farsky. Hallo. Oh, ist kalt. Jetzt mal aufhören, kalt zu sein. Aber ich habe, als ich gerade den Clip geschnitten habe, ich ärgere mich. Ich habe dann, weil der Sound, also weil ich ja vier Bildschirme hier habe, vier Gamecubes, man hört immer nur einen Sound. Einen von denen. Ich weiß nicht, jetzt ist er gerade auf Nummer 1 gestellt. Das heißt, wenn ein Shiny beim ersten kommt, würden wir den Schiller-Sound hören, weil der Sound ist auf dieses erste Bild eingestellt. Weil du hast nicht Sound natürlich von allen vier gleichzeitig auf vier verschiedenen Spuren. Deswegen, da wo das Shiny war, da war der Sound nicht eingestellt. Deswegen hat man keinen Schiller-Sound gehört. Und dann habe ich extra... dann habe ich extra auf Google... Schiller-Sound eingegeben und den dann darunter geschnitten halt, dass man die Genugtuung hat, dass der Sound auch kommt, wenn die Animation kommt. Und dabei habe ich eine Shiny Deoxys-Hand gefunden, wo es jemand gekriegt hat und oh mein Gott, der hat auch, glaube ich, mit 4 oder sogar 8 Bildschirmen gehuntet. Aber das Shiny Deoxys kam und meine Kopfhörer sind explodiert. Shiny Deoxys, oh mein Gott. Und dann dachte ich mir wieder, gucke ich so mein Video an, wie ich reagiere. Meine Reaktion ist, yes. Warum kann ich nicht so reagieren? Warum bin ich so langweilig? Warum, keine Ahnung. Ich glaube, wenn jetzt instant ein Deoxys kommen würde, würde ich mich auch nicht so krass natürlich freuen wie der. Aber ich würde mich mehr freuen als letzte Nacht, weil das wäre einfach nur krank, wenn jetzt sofort wieder eins kommt. Aber ich weiß nicht, dadurch, dass das so vier sind und dadurch, dass es so schnell geht, fühlt es sich einfach nicht nach so einer krassen Arbeit an. Wenn Manafi kommen würde, würde ich mich natürlich viel mehr freuen. Aber hier ist es irgendwie, Deoxys ist irgendwie mit 4 Systemen so krass, dass es schon selbstverständlich ist, wenn es kommt. Was voll komisch ist. Aber das ist tatsächlich erst mein fünftes 1:8000 Shiny, glaube ich. Arctos, Ho-Oh, Lugia, das Wurmple, was ich random gefunden habe und jetzt Deoxys. Ich glaube, das ist ever mein 5. Full-Odd-Shiny. Glaube ich, oder? Sonst waren es neue Spiele oder komplett natürlich verbessert Odds.
Mein nächstes Riesenprojekt ist Arceus im BDSP. Viel Erfolg. Hallo Cynthia, hallo Sandwichkatze. Ich habe Kaisomari für mich entdeckt, aber hante natürlich trotzdem weiter, weiß aber noch nicht, was der nächste große Projekt wird. Was das nächste wird. Okay. Kaizo Mario, da habe ich viel zu viel Respekt vor. Das hat ja was mit Skill zu tun. Ich meine, Geduld ist auch eine Tugend, aber kein Skill, würde ich sagen. Ich habe 4 Taubsen aus Blattgrün und 3 Kleinsteine in Smaragd. Ich bin genau richtig so. Du bist halt Deutscher, wir empfinden Freude anders. Ja, ich freue mich viel mehr, wenn alle 4 Animationen frame perfect gleichzeitig funktionieren. Das Feeling ist einzeln komplett anders, als wenn man 4 gleichzeitig spielt. Schon, oder? Es geht halt 4-mal so schnell. Manafi geht auch 4-mal so schnell, aber es ist trotzdem ein Reset von einer halben Stunde. Hier ist ein Reset unter einer Minute. Wir müssen es jetzt nochmal timen, weil ich glaube, ich hatte das falsch in Erinnerung. Ich sage immer, das ist 4 pro Minute, aber es ist, glaube ich, viel schneller als eine Minute. Ich time mal kurz. Gleichzeitig drücken irgendwie. Uah. Sekunden, sagst du? Okay. Und, oh mein Gott, es sind tatsächlich plus 20 Sekunden. 19, 20, 21, 22, 23 und jetzt würde ich es eigentlich schon sehen, aber wir machen mal so, boom, 25. 25 Sekunden, nicht eine Viertelminute. 25 Sekunden. 25 Sekunden für 4 Stück. Das ist mir jetzt zu blöd zu rechnen, aber okay, es sind 25 Sekunden. Krass, warum habe ich eine Minute gedacht? Was habe ich damals getimed? Mit 4 Systemen einfach bessere Odds als Schwarz-Weiß 2 mit Pin? Klar. Es ist so anstrengend bei Leuten, die so eskalieren und schreien in ihren Streams oder Videos. Ich finde, es kommt drauf an, wenn man der Person ansieht, dass sie sich wirklich freut. Alles ist, finde ich, recht cool zu sehen. Es ist immer cool zu sehen, wenn sich jemand freut. Aber manchmal merkt man halt, dass es fürs Video extra ist. Oder, ja. Und dann nervt es eher, finde ich auch. Aber schwierig zu sagen. Ich zocke halt auch erstmal Baby Kaizo Mario. Das ist noch machbar für mich. Den Begriff hatte ich schon mal gehört. Und ich hatte nie verstanden, was das ist. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur Kaizo Mario, aber die leichten Level. Philipp, du bist ein Glaziola. Ist doch angenehm, die so schreien, sind immer so nervig. Es kommt drauf an. Ich bin heilfroh, dass du nicht so reagierst. Dein Kollege ist damit einfach nur abartig nervig mit dem Gebrülle. Mein Kollege? Wer ist denn mein Kollege? Kollege. Und wonach man mit Schillerkraft... Warte, was? Aber doch nicht bei jedem Billo-Pokémon, wonach man mit Schillerkraft auch noch gesucht hat. Ja, klar, das meine ich. Ich meine, es gibt aber auch da Leute, die sich einfach krass freuen, dass ein Shiny da ist. Ich meine, es ist mir eigentlich egal, ob das dann geschauspielert ist oder nicht, aber wenn es einfach halt echt wirkt, dann ist es doch schön zu sehen, wie sich Leute freuen. Ich bin auch kein Schreier. Ja, aber bei dir zum Beispiel hat man es... Ja, es war einfach eine schöne Reaktion, so. Du genießt Grounded. Habe ich noch nie gespielt. Ist nichts für mich. Aber ich glaube, viele mögen das Spiel, ne? Hallo, Piquet. Bei mir ist Smaragd geht ein bisschen schneller, weil es keinen Geschichtenrückblick gibt. Das mag ich auch nicht an Feuerrot, dass da... Ich meine, ich fände es am besten, wenn man einen Tagebuchrückblick kriegt, wenn das Spiel merkt, dass man lange nicht mehr gespielt hat. Weil das Ding hat eine Batterie. Also warum sollte es nicht merken, dass ich gerade eben erst das Spiel resettet habe?
lass es meinetwegen 24 Stunden sein, aber jedes Mal mir zeigen, was mein Tagebucheintrag ist. Aber es ist auch nur hier so in der Gen, ne? Ich glaube, das Tagebuch gab es nie wieder. Also wenn, dann war das Tagebuch halt im Spiel irgendwo aufrufbar, aber nicht am Anfang jedes Mal. Also wer für die Shiny Reactions bekannt ist, ist A-Drive. Der hat ja sogar eine eigene Meme bekommen. When a Shiny Hunter, was war das? When a Shiny Hunter gives... When a Shiny Hunter's baby has a different color. Sowas. Yeah! Ja, das mit dem Rückklick nicht abschalten. Sag mir wie, ich schalte sofort ab. Das ist das Einzige, weswegen ich B drücken muss und nicht A durchspammen muss. Jetzt will ich schon die Hand einfacher machen. Es ist einfach genug, wirklich. Aber, ja, dieses Tagebuch hat mich aber auch beim normalen Spielen schon immer genervt, dass ich da jedes Mal... Also es kann echt hilfreich sein. Deswegen meine ich, wenn das Spiel merken würde... Ich meine, manchmal steht ja sogar da, du hast Surfer, dann Stärke, dann Surfer, dann Surfer, dann Surfer, dann Stärke benutzt. Okay, danke. Ich finde, da sollte nur Story-Sachen drinstehen und nicht, was für Attacken ich benutzt habe. Wir beschweren uns gerade auf sehr hohem Niveau. Herr Reich Edel? Du resettest gerade Herr Reich Edel? Wer ist Herr Reich Edel? Kann man Eichsbrief in SDLP noch erhalten oder ist das gar nicht mehr möglich? Eichsbrief war ein Event, was zeitbegrenzt war. Das heißt, wenn du Scheimen kriegen möchtest, ist das nicht mehr möglich. Also, nein, du kannst nicht mehr Eichsbrief haben. Und somit kannst du auch kein Scheimen haben. Ich habe gerade wieder vergessen, was war es? War es Darkrai oder Shaymin, sodass du dich glitchen kannst? In 1.0. Shaymin, oder? Ach, Herr Reich Edel ist der Ich dachte mir gerade, woher kenne ich den Namen? Reich Edel ist der Trophäengartentyp. Ja. Shaymin. Okay, wenn du BDSP, also SDLP 1.0 hast, was du nur haben kannst, wenn du damals diese physische Version gekauft hast und niemals upgedatet hast auf deiner Switch. Da kannst du einen Glitch machen, um zu Shaymin zu kommen. Ohne Professor Eichsbrief. Aber nur auf BDSP 1.0. Und die kann man kaufen. Auf eBay zum Beispiel. So, Virox, was ist das hier? Nummer 25 und 166. Pika Pika Baby. Baby Baby Pika. Lady Paka. Pichu Dian. Pika Dian. Lechu. Okay, danke trotzdem. Ich kann nichts dafür, dass du das Event nicht hast. Danke trotzdem. Danke, dass du mir die Info gibst, obwohl sie kacke ist für mich. Das tut mir leid. Nur Superman, du bist ein Shiny wie Brava. Ein braunes wie Brava. Hallo, Vessi. Lady Chu. 1.1, die 1.0 musst du dann updaten zum Starten. Stimmt, 1.1. Halt die früheste, die man überhaupt haben kann, braucht man. Hallo Poyo. Ja, Darkrai-Item kriegst du auch nicht, klar. Das sind beides Event-Items. Du bist auch gerade an Shiny Deoxys Hunten. Wie machst du es? Wo machst du es? Und willst du auch 4 Stück? Hallo Dave. Alles gut, Olopote, ich verarsch dich nur. Alles gut.
Ich weiß, dieses Danke trotzdem ist so eine Floskel, die man sagt. Aber manchmal denke ich mir, warum hast du gerade Danke trotzdem gesagt? So, Danke trotzdem würde man sagen, wenn du zum Beispiel irgendeine Frage hast und ich sage, ah, weiß ich nicht. So, okay, danke trotzdem. Aber wenn ich dir die Info gebe, nur weil sie dir nicht gefällt, alles gut, ich nehme wieder die dumme deutsche Sprache auseinander. Dankeschön, Dave. Hallo, Days. Dave und Days. Hab ins Markt ewig den Pomek Berry Glitch gemacht. Oh, Vessi, ich habe Angst, dass du das gesagt hast. Das heißt, du suchst Deoxys in Smaragd? Bist du dir sicher, dass du das machen willst? Hast du mein Video gesehen zu RNG-Manipulation von Deoxys? Also du kannst Deoxys Shiny resetten in Smaragd. Es ist nur Welten schwerer und unwahrscheinlicher, dass du es kriegst. Es gab auch mal eine Verteilaktion in Kapu für Darkrai. Ja, das war halt ein Geschenk, ja. Hast du am Anfang einen Clip dazu gezeigt? Twitter, TikTok und YouTube, Dave. TikTok und YouTube Shorts und Twitter langes Video. Was heißt langes Video? Halt 16:9 Video. Lang, breites Video. Weil was passiert, wenn man ein Ausrufezeichen Video gerade macht? Weil es kann sein, dass der auch Shorts da auflistet. Der nimmt immer das neueste Video. Ausrufezeichen Video? This APA has been deprecated. Okay. Was heißt das? Klickt nicht auf den Link. Neues Video. Fetch URL. Okay, keine Ahnung. Ich schreibe es mir auf und ich richte das. Vielleicht liegt es genau daran, dass es ein Short ist und kein Video. Hey, wieso habe ich nichts auf Twitter gesehen? Folge dir doch. Es war buchstäblich vor 23 Minuten. Hallo Timinator. Was ist heute mein Lieblings-Pokémon? Kotomi. Das ist okay. Es kommt genau in dem Moment, machst du Security Cam, wo Deoxys reinslidet? Dein Ernst? Wenn jetzt diese Kamera weggeht und da ist ein Shiny. Dann, du weißt schon. Ich habe noch nicht gedrückt, okay. Ich habe die Hände frei, ich habe die Hände frei. Ja, damit meinte ich, dass ich diesmal nicht so hatte die ganze Zeit, sondern ich habe immer so gemacht und dann kam das Shiny und ich so, ich habe die Hände frei, ich habe die Hände frei. So von wegen, dass ich nicht wieder Muscle Memory mache. Wie er im Short mit der Wintermütze sitzt. Das ist keine Wintermütze, das ist ab jetzt meine Glücksmütze. Eigentlich müsste ich die jetzt auch tragen. Eine ganz normale Mütze. Ich habe schon so viele Komplimente für die Mütze bekommen. Eben, das Gelb. Eigentlich müsste ich die jetzt auch aufhaben. Neue Glücksbringer. Days, du bist ein Geweiher. Wintermütze. Ganz normale Beanie. Olopoto, du bist ein T-Rex. Du willst das schaffen. Ey, vielen Dank für deinen Sub, Vessi. Dankeschön. Dankeschön für den ersten Sub hier. Und Anubis, vielen Dank. Tschüssi. Tschüssi. Anubis, Dankeschön für 57 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke. Einen schönen Tag, einen schönen Freitag. Hoffentlich nicht mehr so lange arbeiten.
Nur noch zwei mit vier Geräten und dem schnellen Reset hast du die bald zusammen. Außer ich habe jetzt krasses Pech. Aber der Schnitt wäre jetzt definitiv erstmal 12.000 zu warten. Weil ich muss noch 4.000 füllen, um wieder auf Full Odds zu kommen und dann nochmal Full Odds. Welches Tool nutzt du, um Pokémon am PC zu zocken? Das ist kein Tool. Das ist original. Wir hatten gerade die Kamera an, warte. Guck hier hin. Das sind vier Gamecubes mit Gameboy-Playern drin. Da sind die einzelnen Spiele drin. Die Feuerrots und ein Blatt Grün. Kamera kommt zurück. Und die sind in einem Splitter, der alle vier gleichzeitig anschauen kann. Und dieser Splitter ist in meiner normalen Capture Card drin. Ganz normal, wie eine Konsole einfach. Gamecube kannst du ja einfach an PC mit Capture Card anschließen. Bam, 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 bam. Der verlinkte API-Schnittstelle ist veraltet, bedeutet, dass die Meldung will, dass du es neu einrichtest. Ja. Keine Ahnung, was ich da überhaupt benutzt habe. Mein GBA ist mein Controller, genau. Inside Gadgets hat da eine Cartridge erfunden, die sich mit so vielen Gamecubes, wie du willst, verknüpfen kann. Oder mit jeder Konsole, die du willst. Das ist halt so wild. Es geht noch wilder. Habt ihr gesehen, was What the Shiny zurzeit macht? Auf Twitter. Ich zeig's euch. Ist vorhin erst geliked. Mit dem Bildschirm, genau. What the Shiny Shiny Hunter zurzeit so. Der hat auch Gamecubes. Und der hat auch einen Controller-Mod. In den Gamecubes, wo er auch jeden Controller mit verbinden kann. Und dann überträgt er quasi dieses Capture Card Bild auf Discord. Und dann hat er seinen Discord Call einfach auf seinem Handy offen und steuert aus seinem Bett oder sonst irgendwo her einfach die Gamecubes und sieht das Signal auf seinem Handy durch Discord. Das ist nicht mal ein Bildschirm, das ist einfach nur ein Discord-Call, wo er selber quasi einfach streamt. Er streamt quasi in einem Discord-Call seine Gamecubes. Und also er kontrolliert nicht sein Handy. Das könnte man hier denken, dass er sein Handy kontrolliert. Nein, das ist einfach nur ein Discord-Call von seinem Ding. Da hat er es schon auch schon gemacht. Ja, das ist crazy. Das wäre natürlich sehr, sehr angenehm. Das würde ich auch gerne machen, aber ich muss ja dafür sorgen, dass ihr das hier seht. Wo ist mein Screen? Das ist der hier, oder? Ja. Dann hat er aber Delay. Warum? Muss er nicht. Discord hat eigentlich kein Delay. Hast du nicht ein Shiny eigentlich schon und hast es geskippt? Ich habe ein Shiny gefunden bei 9876. Das habe ich gefailed. Und gestern Nacht habe ich eins bei 4319 bekommen. Das habe ich gefangen. Und jetzt suchen wir noch eins und dann suchen wir noch eins. Nee, der Stream von Discord ist eigentlich nicht delayed. Eigentlich überhaupt nicht. Wir haben schon oft genug. Man nimmt ja Quizshows und was nicht alles mit Discord auf. Und da ist kein Delay. Und selbst wenn du 2 Sekunden auf keinen Fall, aber selbst wenn du Delay hast, es ist ja einfach nur, du spielst ja kein Reaktionsspiel. Du musst ja einfach nur A drücken. Stört dich die gleiche OT nicht, wenn auf dem dritten nochmal eins auftaucht? Doch. Gut, dass du das sagst. Ich habe vergessen, die OT zu ändern von dem Spiel. Hey, dann hoffen wir einfach mal, dass es auf dem dritten Spiel nicht nochmal auftaucht. Das würde mich ein bisschen stören, ja. Weil es nicht logisch ist.
Aber es wäre auch nicht logisch, wenn ich die OT ändere. Und ich habe keinen Bock, nochmal das Spiel durchzuspielen. Ist dein Ziel, alle Formen shiny zu haben? Ja, deswegen steht da 1377, denn so viele Formen gibt es in Pokémon. Du steuerst alle vier mit einem Controller? Okay, das ist krass, wusste ich nicht, dass sowas existiert. Alles existiert. Wenn du es dir vorstellen kannst, existiert es. Ich habe mir auch ein Pokémon Ranger Spiel für recht wenig Geld gekauft. Ich hoffe, da ist noch ein Ei drauf. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da noch ein Ei drauf ist. Aber du kannst auch immer vorher die Person fragen, ob da noch das Ei drauf ist. Also nicht so, aber es gibt genug Hinweise, ob ein Manaphy-Ei noch drauf ist. Wie kommst du jetzt auf Mann, Schweinbär? Ups, was war das? Was habe ich jetzt gedrückt? Achso, Select wahrscheinlich. Ja, okay. Man, Bear, Pig. Haben die es umgedreht auf Deutsch? Man, Bear, Pig. Wäre doch logisch, hättest du ja die gleiche nochmal bekommen können. Okay, stimmt. Mhm. Dieses Verlangen, seltene Pokémon zu sammeln, überwiegt gerade den Stress vom Abi. Ich meine, das kann ja, das meinst du das? Das kann ja einfach den Stress ausgleichen, sodass du nicht so gestresst bist. Zum Runterkommen kannst du Shiny hunten. Die coolste Zeit von meiner Schulzeit war tatsächlich die Abi-Zeit. Auch wenn, weil, keine Ahnung, ich war immer über meine ganze Schulkarriere hinweg gefährdet durchzufallen und es nicht zu schaffen. Immer. Und ich bin auch zweimal durchgefallen. Aber dann, sobald ich in der Oberstufe war, war diese Gefahr auf einmal irgendwie weg, weil ich eben all die Fächer abgewählt habe, die mich die ganze Zeit abgefuckt haben. Zom Baxa, du bist ein Bronzong. Und dann, trotzdem habe ich immer, weil das meine ganze Schulzeit so war, trotzdem hatte ich die ganze Zeit einfach Angst, ne, dass irgendwas schief läuft, dass ich doch irgendwo 0 Punkte kriege oder sowas. Aber vor allem das Lernen mit meinen Freunden zum Abi und in Bibliotheken gehen und sich zusammentreffen zu ganz kleinen Gruppen, weil wir ganz kleine LKs hatten und sowas, war irgendwie eine saucoole Zeit. Und dann Abitur und dann sagt unser Lehrer vor uns allen, alle, die in diesem Raum sind, haben es geschafft. Dann gucken wir uns so um und wir waren einfach alle im Raum, außer eine Person. Ups. Lurky, du bist ein Voltrean. Und Mugi, du bist ein Pampam, das ich letztens in Pokémon Go als Hando bekommen habe. Ein Pampam. Ich habe ein Hando Pampam aus dem Ei bekommen letztens. Und jetzt ist Pokémon Go erst recht für den Arsch, weil man aussieht wie der letzte Dreck. Effan, die eine Person. Ja, die ist auch zweimal durchgefallen und dann hat er noch nicht mal das Abitur auch nicht geschafft. Das war heartbreaking, ey. Wo ist diese Zettel her? Aus der dünnen Luft, aus meinem Arsch heraus. Aus einem kleinen Drucker, der vor mir steht. Ausrufezeichen Printer. Was hast du für LKs? Moment mal, hat man heutzutage, kommt wahrscheinlich drauf an, welchem Bundesland, hat man heutzutage noch 8 LKs, 8 Abiturprüfungen? Weil ich hatte nur 4. Ah ja, in 4 Fächern habe ich Abitur gemacht. Und 2 Jahre später war diese 8-Fächer-Regel. Mach gerade Abitur, hoffe ich kann mit dir relaten. Ich meine, es ist ja schon vor dem Abitur, bevor du die großen Prüfungen machst. Eben, es kommt halt drauf an. Ich habe 4 Abiturfächer, okay, nice. Es ist ja oft schon davor so, dass du schon weißt, ob's was wird.
da hat man immer noch Schiss. Und es gibt bestimmt auch Leute, bei denen das Abitur, wo es dann drauf ankommt. Aber ich durfte es einfach nur nicht extrem verkacken. Und ich habe zum Beispiel Mathe-Kolloquium gemacht und habe nur 5 Punkte gekriegt. Und es war auch nicht schlimm. Ich hätte, glaube ich, ein Punkt wäre okay gewesen. Und mein Abi war 2,8. Also ich habe noch nicht mal ein gutes Abi. Aber trotzdem, ich hätte noch viel schlechtere Noten kriegen können, hätte trotzdem immer noch ein Abitur gekriegt. Und ich war echt ein super schlechter Schüler. Deswegen, solange du nicht extrem auf einer Kippe stehst oder sowas und du musst irgendwie 13 Punkte kriegen jetzt, locker schafft ihr das. Im Nachhinein hat das Leben noch so viel schwierigere Challenges für uns als ein mickriges Abitur. Aber trotzdem muss ich immer noch sagen, 15 Jahre später oder was das jetzt ist, oh mein Gott, Schulzeit war immer noch die nervigste Zeit. Also dieses ständige Lernen und Angst haben, ausgefragt zu werden und lernen und lernen. Und ich fand es so schlimm zu lernen, weil nichts wollte in meinem Kopf drin bleiben. Nichts wollte drin bleiben, außer Pokémon-Namen. Und deswegen, ich hasse die Zeit schon. Aber ich vermisse auch die Zeit, wo man halt jeden Tag abgehangen ist mit Freunden und was nicht alles. Und das ist dann auf einmal weg, aber dafür gibt es andere Sachen. Dafür verdient man auf einmal Geld. Oder, aber es war immer noch schrecklich, immer lernen zu müssen. Dieses scheiß Lernen für Sachen, wo du weißt vor allem, dass es dir nichts bringt persönlich. Auch so ist das. Hattest du Latein? Jupp, 10 Jahre. Ich habe ein großes Latinum. Da ich zweimal durchgefallen bin, habe ich sogar zweimal 2 Jahre länger Latein gehabt. Und Latein war eins von den Fächern, wo ich immer eine 5 hatte. Oder halt immer knapp eine 4 gerade so. Latein gehasst. Latein kann man nur hassen. Weiß ich kenne Leute, die mochten Latein, weil es ist einfach nur... Latein ist relativ simpel. Ne? Es ist jetzt nicht... In Latein musstest du dich nie, wie in Englisch zum Beispiel, du musstest keine Aufsätze schreiben oder du musstest dich nicht auf Latein unterhalten können. Latein war wirklich einfach stumpfes Übersetzen. Und auch immer nur, glaube ich, in eine Richtung. Du musstest immer nur, nee, schon in beide Richtungen, aber du musstest nie Unterhaltung führen können oder sowas. Es war immer striktes Übersetzen. Und es gab so ein bisschen lateinische Gedichte, die man vielleicht interpretieren musste oder sowas, aber es war nie so auf dem Level von Deutsch- und Englischunterricht natürlich oder Spanisch oder Französisch. Aber Latein ist halt so der Inbegriff von, den Kack brauche ich nicht. Aber was für ein Argument man halt immer bringen kann, etwas zu lernen, selbst wenn du es nicht brauchst, dieser Prozess des Lernens bereitet dich aufs Leben vor oder halt logisch denken zu können für Mathematik, auch wenn du die Mathematik nicht brauchst im Endeffekt, aber dieser Prozess des Lernens und Denkens hilft dir im Leben sehr. Und ja, unsere Sprache ist aufgebaut auf Latein und Altgriechisch und was nicht alles. Und vielleicht merkt man das nur nicht, wie hilfreich es ist, aber ich würde sehr stark behaupten, mein großes Latinum bringt mir rein gar nichts. Es ist nie etwas, wo ich denke, es gibt schon so Momente, wo man bei einem Quiz auf TikTok oder sowas vielleicht einen Begriff ableiten kann, weil man weiß, dass Terra die Erde ist. Oder wahrscheinlich ist Terra noch nicht mal die Erde. Also Begriffe, die aus dem Lateinischen kommen. Aber das ist noch nicht mal wirklich Lateinisch. Das ist einfach basic Allgemeinwissen. Das Casa, das Haus ist. Oder Diem, der Tag. Das ist so basic stuff. Dafür muss man kein Latein 10 Jahre lang haben. Oder One Winged Angel üben für Latein. Man, ist das nicht... Ich dachte, es wäre eine erfundene Sprache. Sephiroth. Ich glaube, das war noch nicht mal Latein. War das nicht erfunden, die Sprache? Bei dem Lied? Hallo Fabi. Man hat Angst davor und es ist auch wirklich, die Prüfung ist creepy, weil du sitzt, also wir waren in unserem riesigen halt so, also die kleinen LK-Abi-Prüfungen waren einfach normalen Klassenzimmer. Es musste halt genug Platz zwischen den Menschen sein. Aber halt sowas Großes wie Deutsch und Englisch waren halt in der Turnhalle
du kommst so in der Früh um 8 Uhr zu so einer Abi-Prüfung Deutsch. Ich hatte Englisch, Englisch, Erdkunde, Physik und Mathe. Und Englisch und... Nee, nur Englisch. Ich glaube, ich hatte... Nur Englisch war bei mir in der großen Halle. Und das ist schon creepy, wenn du da in der Früh reinkommst, komplett übernächtigt, weil du natürlich die Nacht durchgelernt hast oder sowas, nochmal nicht schlafen kannst und sowas, und dann kommst du auf einmal in so eine Turnhalle rein und anstatt, dass Leute Sport machen, stehen da halt einfach 100 Tische, die alle 3 Meter entfernt voneinander stehen und 10 Lehrer an der Reihe aufgereiht. Alle müssen ihr Handy vorne abgeben und sowas. Wenn du aufs Klo musst, kommt einer mit und steht die ganze Zeit neben dir und so. Also ich bin nicht auf die Toilette gegangen. Das ist halt einfach creepy. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als genau so ein Test wie davor. Ich finde, es ist sogar um einiges humaner, der Test. Weil es ist ja so, also bei mir war es, glaube ich, so, du kriegst 5 Aufgaben. Die offizielle bayerische Abituraufgabe von Deutsch diesem Jahr oder Englisch in diesem Jahr. Das sind 5 Stück. Und du kannst dir 2 aussuchen. Und meistens ist es sogar so, dass unsere Lehrer haben alle davor, kurz davor halt immer gesagt, ich glaube, dieses Jahr werden diese 5 Themenbereiche kommen. Also lernt diese 5 oder lernt halt 2 davon. Aber dann kann ich nicht garantieren, dass die 2 tatsächlich kommen und so. Und dann gammelt man halt so ein bisschen. Lernt man jetzt alle 5, wo unser Lehrer glaubt, dass sie vorkommen oder... Aber ja, und dann ist es halt sehr angenehm. Oder 4, 2 von 4, ich glaube, es waren 5. Du kriegst 5 Aufgaben und nur 2 musst du behandeln. Das ist schon geiler als, hey, wir schreiben einen Test über die letzten 6 Monate, weiß alles. Latein ist halt gut, wenn du Medizin oder Gesetze studierst, ansonsten sehe ich nicht viel Sinn darin. Oh, mein lieber Verox, lass mich dir erzählen von meinen Freunden, die tatsächlich inzwischen Anwälte und Ärzte sind. Meine Juristen und Medizinstudenten, Freunde, haben tatsächlich komplett Latein wieder von vorne gelernt. Quasi das Studium hat nicht vorausgesetzt, dass du Latein hattest. Denen ist nur wichtig, was für einen Schnitt du hast. Und zum Beispiel mein Arztfreund, der jetzt Chirurg ist, der hat so bereut, in der Schule nicht einfach besser gewesen zu sein, weil er mit seinem Schnitt, der so wie meiner war, ich glaube ein bisschen besser als meiner, er hat keinen Uniplatz gekriegt für Medizin studieren. Und ist dann nach Polen gegangen, hat in Polen studiert und so weiter, weil der Schnitt musste da nicht so krass sein. Das machen viele, nach Polen oder Ungarn zu gehen und sowas und da zu studieren. Aber ums Verrecken, der hat 1 Jahr lang keinen, oder ich glaube sogar länger, 2 Jahre lang keinen Medizinstudentenplatz gekriegt. Trotz seinem großen Latinum. Der Schnitt war das Einzige, was sie gucken. Und dann, als er dann angefangen hat zu studieren, hat er gesagt, ey, ich lerne Latein wieder. Ich habe mir großes Latinum, habe das alles gelernt und ich lerne das alles nochmal. Klar, das ist dann einfacher, aber er hat das alles nochmal gelernt. Zwar spezifisch auf Medizin, der hat jetzt nicht Servus und Serva und diese Sachen da in Latein gelernt, Apropinquare, aber halt natürlich auf medizinischer Ebene. Aber natürlich lernen die es nochmal. Medizinstudium setzt nicht voraus, dass du, ich meine, die lernen es nochmal. Und ich glaube selbst, ich glaube Jura, die haben gar keinen Latein gehabt. Ich weiß es nicht, müsste ich fragen. Tote Sprachen lernen ist so unfassbar nervig. Eine Freundin von mir hat Pfarramt studiert und musste das große Latinum Gracum und Hebracum lernen. Die hat so gekotzt im Strahl. Krass, ja. Man kann Pfarramt studieren. Theologie ist das dann, oder? Ich muss die Heizung anmachen. Es ist viel zu kalt. Ich friere mir einen ab. Also kann man Latein quasi skippen. Ganz normalen Schulen. Ich meine, viele schwören halt drauf. Ich bin zum einen auf die Schule gegangen, weil sie halt Kreativität unterstützt haben. Es war eine musische Schule und die wir haben halt viel
Kunst und Musik gelernt. Und ich würde jeden immer noch empfehlen, auf diese Schule zu gehen. Aber die hatten halt auch Latein. Und das war ein großer Punkt für meinen Vater, weil der festen Überzeugung ist, dass Latein wichtig ist fürs Leben. Ich bin nicht der Überzeugung, ich war nicht der Überzeugung und jetzt mit 35 bin ich immer noch der Überzeugung, dass es für nichts war. Aber es kann sein, dass es irgendwo im Unterbewusstsein irgendwas gebracht hat, Latein, aber ich entdecke nicht wie. Und es war halt einfach, was mich abgefuckt hat. Es war einfach, was mir das Schulleben so schwer gemacht hat. Es war eins von diesen Hassfächern einfach. Und wo auch nur, es gab schon ein paar coole Lehrer. Auch vor allem in den kleinen Klassen, wo man noch ein Kind ist und später waren es nur noch nervige Lehrer. Mein mäßiger Abschnitt hat mich 8 Jahre Wartezeit auf meinen Medizinstudienplatz gekostet. 8 Jahre! Und dann geht's im ersten Semester wieder mit einem Grundkurs Latein los. Das war's dann zum Glück, aber auch mit Latein. Schon, gell, Hannes? Okay, also ich habe kein Bullshit erzählt. Ja, du kriegst halt so einen Grundkurs an Latein und mehr brauchst du auch nicht. Es sind einfach nur Begriffe. Klar kannst du dann sagen, aber das lernst du wahrscheinlich so. Achillesferse heißt auf Latein Achillus Fersicus. Und das kommt daher, weil das bedeutet der Untergrund des Fußes. Nee, Moment, das ist doch da hinten. Die Rückseite des Fußes. Und dann kannst du es dir besser merken, weil du es verstehst. Aber das lernst du halt wahrscheinlich dann nochmal. Aber der Hauptgrund für Latein war immer, wenn du Latein lernst, fällt es dir um einiges einfacher, Spanisch, Deutsch, Französisch zu lernen, weil das alles basiert darauf. Richtig, aber ich will auch die Sprachen nicht lernen. Und ich habe nicht das Gefühl, es war einfacher. Ich habe nicht das Gefühl, es war einfacher, weil Latein war schon sackenschwer. Aber Latein ist tatsächlich noch nicht mal schwer, weil es ist wirklich wie Mathematik Latein. Du hast ein Wort, aber Vokabeln, ich bin so schlecht im Vokabeln lernen. Auswendig lernen war für mich der Horror. Ich habe Mathe, Physik und Biologie gemocht, weil das war einfach für mich logisch. Und was logisch ist, kann ich mir merken. Aber Vokabeln, es gibt logische Vokabeln und die kann man sich dann merken, ne? So wie Haus heißt im Englischen, so blöde Sachen. Aber im Großen und Ganzen sind Vokabeln nicht logisch, sondern einfach, du musst es auswendig lernen. So wie Geschichte musst du auswendig lernen. Da sind zwar auch Sachen, die natürlich logisch sind, aufeinander aufgebaut, aber im Grunde musst du es auswendig lernen und das konnte ich nicht. Ich konnte nicht auswendig lernen. Ich musste Sachen logisch verstehen, deswegen habe ich auch Mathe und Physik Abitur geschrieben, weil das war für mich einfach geil und logisch. Und vor allem brauchst du es im Leben. Ich hatte Französisch und war genauso gut in Spanisch wie meine Freunde, die Latein hatten. Ja, ich sehe diesen Grund auch nicht mehr. Es ist halt dieses typische... Ich glaube, in Bayern wird halt sehr viel noch Latein beigebracht. Oder weiß ich nicht, vielleicht überall. Aber ich sehe vor allem Bayern da sehr, sehr groß natürlich, die sagen, oh ja, back to the roots, das gehört zur Tradition, Latein zu können. Das ist der Ursprung unserer Sprache. Okay. Okay, Digi. Du hast gerade verkackt, die Alga zu fangen. Normal ist die Alga oder Shiny. Über Dino Raids kann man sich verkacken, weil das bleibt drin. Shiny Fast Guy, warum hast du es verkackt? Was hast du verkackt? Aber Hannes, bist du jetzt heute erfolgreicher Chefarzt? Lief alles gut? 8 Jahre ist knallhart. Mein Kumpel hat immer nur gemeint, ey, warum haben wir uns damals nicht ein bisschen mehr angestrengt zu lernen? Es ist so einfach. Was ich für abgefuckte Sachen heute lernen muss in der Medizin, ist unfassbar. Und es ist, die Schulzeit war so einfach im Vergleich zu dem, was er jetzt machen muss, Medizin lernen und sowas. Warum konnten wir uns damals nicht einfach anstrengen, ein bisschen mehr lernen, damit ich einen besseren Schnitt habe und nicht 2 Jahre meines Lebens noch auf den Studienplatz warten muss? Er hat sich so geärgert, dass er als Teenager nicht einfach mehr gelernt hat. Du wurdest gezwungen, Französisch in der Modeschule zu lernen?
Oh, Dissou. Mir fällt nichts ein. Ist Deoxys ein Ober-Shiny-Locked? Ja, Deoxys ist überall Shiny-Locked. Du kannst nur hier, wo ich das gerade mache, Shiny Deoxys hunten. Ein Jahr jetzt noch PJ. Zwei Staatsexamen überstanden. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Und dann kommt der Doktor. Ich habe nur bis zu dem Punkt gespielt, wo ich es das erste Mal finde, Pokémon rübergetauscht, damit ich Hypnose und Druckschlag hatte. Ein Pokémon war Darkrai mit Hypnose und naja. Hä? Und was naja? Hat Dialga dein Team gewiped? Hab mir auch in den Arsch gebissen, dass ich in der Schule so faul war, aber auf 1,0 wäre ich so oder so nicht gekommen. Klar, 1,0, aber halt vielleicht nicht, ich weiß nicht, was du hattest, aber halt nicht 3,0, sondern 2,0 wird wahrscheinlich schon extrem helfen. Weil mit 3,0 oder 2,8 oder sowas bist du halt so am Ende der Liste einfach. Aber du hast dann knallhart einfach gewartet, bis du in Deutschland einen Studienplatz kriegst. Aber mein Kumpel ist halt wirklich aufs Ausland ausgewichen. Mit Druckschluck auf ein Leben und Darkrai hatte Albtraum als Fähigkeit. Das musst du mir immer noch weiter erklären. Ich habe keine Ahnung, was Albtraumfähigkeit ist. Stimmt, es gibt nur Deoxys in Oras und Gen 3. Hallo Thony, Psychedelic. Albtraum zieht dem Gegner HP, wenn es schläft. Autsch. Hey, jetzt weißt es. Das hätte ich auch nicht gewusst. Das hätte ich auch nicht gewusst. Soll ich deinen Deoxys-Clip eigentlich als Last Shiny anhängen? Ja. Ja, halt den Twitter-Post einfach, oder? Danke. Du hast vorgestern fast Arceus gefehlt. Gefailed? Wie? Warum? Leute, immer Meisterball. Habe in 7 Tagen jetzt 500 Pokémon auswendig gelernt. Von 1 bis 649 ist nun alles safe drin. Macht mich schon ein bisschen stolz. Der Reihenfolge nach? Okay, was ist das? Warte. Okay, was ist dann das? Was ist dann das, Megumina? Was ist das? Hallo Rubin. Du hast Meisterball geworfen. Okay. Staravia. Oh, sieht tatsächlich ein bisschen so aus, ne? Das könnte gut sein. Hat Arceus echt im BDSP eine hohe Fangchance? Sagen wir Staravia. Nicht schlecht, die Frisur erkennt man sogar mit 5 Pixeln. Das ist bitter, Farsky, ja. Aber es sollte ja nach der Story wieder auftauchen, oder? Selbst wenn du es besiegst. Alles hat eine hohe Fangchance im BDSP. Ich habe gar nicht erzählt, wie ich das mit Deoxys gemacht habe. Also, es kam mir auf einem japanischen Spiel, das ist unten links. Und ich wusste zumindest, dass ich da einen Meisterball drauf habe. Das ist ja ein Speicherstand von irgendjemanden, den ich das Spiel abgekauft habe, ne? Und er hat einen Meisterball, da war ich sehr happy drüber. Und irgendwie 30 Hyperbälle und 80 Pokebälle. Oder mehr Hyperbälle, ich weiß es gerade nicht. Und 5 Luxusbälle. Und ich dachte mir halt, okay, diesmal widerstehe ich dem Verlangen, sofort den Meisterball zu schmeißen. Aber ich habe auch keine Ahnung, was meine Pokémon für Attacken können. Weil es wird ja jedes Mal Mewtwo ausgeworfen. Das habe ich jetzt geändert. Jetzt wird jedes Mal Hytera ausgeworfen. Denn ich habe dann gemerkt, Hytera hat Gesang. Die erste Attacke von Hytera sollte Gesang sein. Das heißt, beim nächsten kann ich wenigstens probieren, Gesang zu machen.
Aber ich wusste nicht, was Mewtwo für Attacken kann. Also ich habe nichts gemacht, weil ich Angst hatte. Ich habe sogar kurz Angst gehabt, dass Flüchten woanders ist. Aber es ist auch hier, rechts unten ist Flüchten. Es ist tatsächlich genau gleich, weil man sieht es ja im deutschen Spiel. Aber trotzdem, man weiß, vielleicht ist es ja anders im japanischen Spiel. Und dann habe ich einfach angefangen, Hyperbälle zu schmeißen. 0,8% Wahrscheinlichkeit, dass es im Hyperball drin bleibt. 35, 40 Hyperbälle später, kein einziger Wackler. Vielleicht mal ein Wackler, aber mehr auch nicht. Dann sage ich, okay, ich habe eigentlich gesagt, ich probiere nur die Hyperbälle und dann war es das. Aber dann hat tatsächlich Deoxys angefangen, schon Verzweifler einzusetzen. Aber Verzweifler macht bei Deoxys so sackenwenig Schaden. Das heißt, es dauert wirklich ewig, bis Deoxys sich von grün komplett umbringt. Da habe ich gesagt, okay, dann bringt es sich jetzt langsam in den orangenen Bereich, schmeiße ich weiter Pokebälle und Luxusbälle. Und dann hat sich's wirklich, und es hat ewig gedauert. Seht ihr dann alles im großen Deoxys-Video. Hat sich dann wirklich so richtig langsam, es sieht wirklich aus wie so ein Pixel, was es sich immer abnimmt. Außer es ist ein Volltreffer-Verzweifler, dann sind es auf einmal irgendwie 5 Pixel, die runtergehen und man kriegt kurz Schiss. Und dann wird's in den orangenen Bereich, ich schmeiß weiter Pokebälle. Und im Clip, glaube ich, den ich jetzt überall gepostet habe, sieht man auch, das war der letzte Pokéball, den ich geschmissen habe, weil es war schon sehr kurz vor roter Bereich. Und wenn dann ein Volltreffer-Verzweifler kommt, hatte ich Angst. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich werfe jetzt noch einen Pokéball. Und es war dann so ein Drei-Wackler-Ding, so ein Zwei-Wackler-Ding war das dann. Und aber auch ausgeschlüpft. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr. Wenn jetzt ein Volltreffer-Verzweifler kommt, habe ich Angst. Und habe ich Meisterball geschmissen. Aber ich habe zumindest, ich schätze, 60 Bälle oder so geschmissen. Wenn es auf meinem deutschen Spiel kommt, habe ich Bisaflor, der hat Schlafpuder zumindest. Aber ich, so oder so, ich werde mich nicht trauen, ihm weh zu tun. Weil das Ding hat super wenig Attacken. Das hat, ich glaube, nach 30 Bällen oder sowas hat es schon angefangen, Verzweifel einzusetzen. Deoxys hat so wenige AP. So werde ich es wieder machen, nur diesmal werde ich davor Hypnose oder Schlafpuder machen. Und dann Bälle schmeißen. Und hoffen, dass es im Hyperball oder Pokéball drin bleibt. Hyperball passt halt so gut zu dem Ding. Sieht so gut aus. Aber am Ende werde ich wahrscheinlich alle Meisterball haben. Selbst das RNG-Manipulierte habe ich ja im Meisterball gefangen. Wie viele Shiny Deoxys hast du schon? Und wenn eins, dann warum noch mehr? Ich habe 2 Shiny Deoxys. Warum noch mehr? Denn es gibt 4 Shiny Deoxys. Ich will doch nicht nur eins, wenn es 4 gibt. Ich will 4 verschiedene Deoxys. Bei Miyari ganz viel Erfolg beim Abitur. Das wird was, das wird was. Was hältst du vom Pokeradein BDSP? Hasse ich. Hasse ich wegen diesen random 7%, dass deine Chain abbricht. Ich hätte es lieber wie im Original, dass die Chain so gut wie nicht abbrechen kann und dafür muss ich mir das Feld merken, wo ich hingehen muss. Aber dass du einfach alles richtig machst und dann zu 7% bestraft wirst, macht keinen Spaß. Shiny Hunter hat schon genug mit Glück zu tun. Dann brauche ich nicht auch noch Glück haben, dass auf einmal die Chain abbricht. So ein Quatsch. 4 Shiny gleichzeitig. Kannst ja mal ausrechnen, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist. 1 zu 8000 hoch 4 nämlich. Glaube ich, oder? 1 zu 8000 hoch 4 wäre die Wahrscheinlichkeit. Hello Gemstone. Was ist 1 zu 8000 hoch 4? 8192 mal 8192 mal 8192 mal 8192 ist gleich. Dafür weiß ich noch nicht mal den Namen. Das sind Millionen. Das sind Milliarden. Wahrscheinlich sind das Trillionen. Ich glaube, es sind 4,5 Trilliarden.
50-50, ja. Ich glaube, es sind 4,5 Trilliarden. Wenn, das stimmt. Aber ich glaube, so rechnet man das. Rechnet man das. Aber diesmal habe ich wenigstens probiert, es im Ball zu fangen und nicht sofort den Meisterball geschmissen. Ich habe halt immer Angst, dass irgendwie irgendwas passiert, dass die GameCube ausgeht auf einmal, dass der Strom ausgeht. Es war diesmal schon, ich habe ewig gebraucht, es zu fangen, weil ich auch die Szene einrichten musste. Ich hatte keine Szene, wo man nur einen Bildschirm sieht. Ich habe die erst gebaut. Jetzt habe ich eine. Die so aussehen würde, wenn wir dann eins haben. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendwas passiert. Aber man denkt sich auch gleichzeitig immer, hey, dann habe ich wenigstens wieder einen Clip. Das Geilste wäre gewesen, aber das wäre mir dann viel zu peinlich gewesen, dass ich aus Versehen auf Flüchten drücke, weil ich nicht weiß, welches von den vier japanisch ist für Beutel oder sowas. Und ich glaube, das wäre mir so peinlich gewesen, dass ich niemandem davon erzählt hätte. Wenn ich einfach vor einem Shiny Deoxys flüchte, weil ich nicht weiß, welcher Knopf welcher ist. Oha, mein Ziel ist, das alles nur im Pokéball zu fangen. Auch alle Shinies. Viel Spaß bei den Legis. Gibt's ein Command für das letzte Shiny? Ja, Ausrufezeichen Last. Hallo Henriette. Kann man Deoxys in BDSP Shiny resetten? Deoxys gibt's gar nicht in BDSP. Deoxys existiert nur in Gen 3 und in Oras. Henriette, du bist eine kleine Schnecke. Charlellos. Jäger ging gut, Sel von Tobuts auch gut. Leos meint, the guy who never caught Shiny Deoxys. Das wäre meine Legacy. Am Ende habe ich alle Shinies, nur vier Stück fehlen mir. Weil ich es immer irgendwie schaffe, Deoxys zu failen, obwohl ich schon acht gefunden habe oder so. Dave, du bist ein Volbeat. Warum stresst dich Vesprit? Redest du jetzt von Shiny? Also suchst du Shiny Vesprit? Das ist stressig, ja. Arceus wird das erste Legi sein, was ich jemals drauf resetten werde und irgendwann mal Regidrago vielleicht. Beides 1 zu 4000. Aber, also Regidrago habe ich selber noch nicht. Das werde ich auch irgendwann machen. Die Band natürlich. Aber... ich habe Regirock und Registeel habe ich gemacht in Schwert und Schild. Achso, du redest wahrscheinlich von BDSP. Aber nee, Regidrago musst du ja in Schwert und Schild machen. Ich finde das cool. Ich habe das auch sogar so gemacht, dass ich jedes Mal dieses Muster ablaufe. Das fand ich besser, als das Spiel zu resetten. Flüchten, Muster ablaufen. Finde ich um einiges interessanter, als dauernd das Intro anschauen zu müssen. Du bist nur an Vesper dran seit dem 5. März. Immer noch die Frage, Shiny? Oder willst du es einfach nur im Pokéball fangen? Weil du hast gesagt, du willst es einfach nur im Pokéball fangen. Hallo. Anne. Kann man in Legenden Arceus Shiny hunten? Ja, es ist wohl das einfachste Spiel, in dem du Shiny hunten kannst. Ja, wenn Regis in Schwert und Schild kannst du weglaufen. Dann musst du das Muster neu eingeben. Aber du kannst auch einfach das Muster eingeben, speichern und dann halt das Spiel soft resetten.
Wenn man flüchten kann, finde ich Flüchten immer nicer. Aber es kommt halt drauf an, ob es sehr viel länger ist. Ich glaube, in Schwert und Schild ist es von der Länge her egal. Oder ich glaube sogar, dass es schneller geht, das Muster einzugeben. Schwert und Schild startet relativ schnell. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ziemlich gleich schnell. Anne, du bist ein Legios. Alles shiny im Pokéball. Okay. Geht auch schneller, sagst du? Ich glaube auch, dass es schneller geht. Vor allem, also wenn man keinen Fehler macht. Weil das Spiel nicht geladen werden muss. I do shiny hunt occasionally as well. Right now I'm hard stuck on shiny Ho-Oh. Oh no. Ein shiny Lugia, ein HGSS. We got a viewer here. She's also looking for shiny Ho-Oh in Crystal. And she is at 27.000 resets. Don't give up. Never give up. Never surrender. Auf Gott seine Fresse freue ich mich schon im Pokéball. Ich fühle mich ja richtig schlecht, dass ich die alle immer im Meisterball fange. Werde ich irgendwann einen Full Odds in einem normalen Ball fangen? Kann man in Legenden Arceus Shiny hunten? Ach so. Wir haben alle gelesen, ob man überhaupt Shiny hunten kann. Nein, du kannst Arceus nicht in Legends Arceus Shiny hunten. K. Excuse my using the Lord's name, but Jesus Christ, that is preposterous. Yesterday, I saw. How do you say HGSS? Do you say HGSS? Oh my God. Never realized how weird that sounds. HGSS. 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 Lugia 43.000. Oh, you always say Heart Gold Soul Silver. You never use the abbreviation. HGSS. Heart Gold Soul Silver. Yeah. Like in Breath of the Wild, you never say BOTW. You always say Breath of the Wild, or I think you say BOT. Some say, I think, just BOT. W. Why even say W? www.com. You know what's for us in German? www. W is just W. W, because it makes a W sound. W. But you guys say www.com. In reality, no one says it. Ich werde einfach auf Rayquaza hunten. In HB, BDSP wegen ZA. Was hat es mit ZA zu tun? Willst du nicht lieber Sigard Shiny hunten in Schwert und Schild für Legends ZA? Es macht so doll. Aber BDSP wird gekürzelt? Ja, yeah, BDSP. Wie bist du an die Event-Items rangekommen für Deoxys? Pommeglitch. Ein Video habe ich gemacht zu Pommeglitch in Smaragd. Für Feuerrot und Blattgrün habe ich das Video nicht gemacht. Es ist sehr ähnlich. Musst dir einfach englische Tutorials anschauen, wie das geht. Wegen Mega-Entwicklung. Okay. Sei nicht traurig, wenn Rayquaza dann nicht übertragbar ist. Es muss nicht übertragbar sein, Rayquaza. Ich meine, man kann ganz gut darauf wetten, wahrscheinlich, dass jede Mega-Entwicklung in ZA drin ist. Aber vielleicht auch nicht. Bin ich dann aber.
kenne ich nicht. Hau rein den Link. Pff, muss ich selber googeln. Das schaffst du auch. Ach, mein Video kennst du dazu nicht? Bitte was? Unverschämt? Das kann ich dir geben. Das wird dir nur nichts bringen. Das bringt dir nur was in Smaragd. Das ist der Pommeglitch für Smaragd. Das ist dieses wunderschöne Video hier. Damit kommst du überall hin, wo du möchtest. Jedes Pokémon, jeder Eintrag, alles kannst du damit machen. Auch zu Deoxys, Shaymin, Darkrai. Rayquaza ist halt auch nochmal seine spezielle Mega. Ist ja die einzige Mega ohne Stein. Ah, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe vor allem das Gefühl, Rayquaza ist einfach viel zu mächtig. Übrigens auch, wenn, also nicht wenn, aber wenn dann ZA rauskommt, wird sicher mindestens 3 Monate werden vergehen. Ich schätze, ein halbes Jahr wird vergehen, bis die Home-Verknüpfung da ist. Das heißt, dein Mega-Rayquaza, was du jetzt shiny huntest, wirst du eh erst, wenn überhaupt, ein halbes Jahr später ins Spiel reinkriegen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so ein mächtiges Mon in ZA überhaupt verfügbar ist, weil es ist auch kein Gen 6 Pokémon. Es hat eine Mega-Entwicklung, aber es ist kein Gen 6 Mon. Vielleicht ist es verfügbar, aber in Legends Arceus war auch nichts mehr verfügbar, als im Pokédex war. Aber ja, vielleicht ist Rayquaza im Spiel. Aber ich kann es echt... Wenn dann Yveltal, Xerneas und Sigard, nicht Rayquaza. Aber vielleicht... Wir wissen es nicht. Mega Mewtwo ZWE wird eh alles zerlegen. Ja. Packt eure Shiny Gluraks und Shiny Mewtwos aus. Hab's ja ewig für den Glitch gebraucht damals, aber hatte Corona, also viel Zeit. Und dann schon nach 10 Stunden Shiny Mew gefunden. Nice. Achso, das sich unwissend gestellt, damit ich den Link reinposte. Sehr, sehr gut. Aber warum hast du so lange gebraucht für den Glitch? Was war das Problem? Hast du zuerst versucht, es mit deinem Spielstand zu machen? Und dann war zu viel anders? Und dann hast du wieder neu angefangen? Was war... Also mich interessiert nur, was es für Probleme gab. Weil es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, sie schaffen es nicht. Und ich kann da keine Tipps geben, als mach's genauso wie ich im Video. Ja, aber das Ei schlüpft nicht, das Spiel stürzt ab. Ja, dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht. Wir brauchen jetzt heute noch 2 Deoxys. Wir sind schon bei 476. Das ist so krass, oder? Für 1 Stunde 13 Minuten. Fast 500 Resets in 1,5 Stunden. Für Arceus muss ich Legenden fertig machen. Yep. Aber du musst nur alle Missionen machen. Du musst zum Glück nicht den Pokédex voll machen. Also, du musst den Pokédex voll machen, aber nicht voll machen. Wenn Home die Verknüpfung mit ZA aufmacht, geht's direkt als erstes zum Friseur mit all meinen Hunden. Ja. Und ich werde alle Hunde shiny hunten. Aber ein... Mal schauen, ob ich bis dahin in Gen 6 bin. Ein will ich in Gen 6, ein Quaffaff. Wie kann ich... Aber ich habe ja gesagt Full Odds. Die sind alle Full Odds. Ah, das weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht, ob ich das durchziehe. Also, weil die Challenge ist ja 9 Shinies aus 9 Gens, Full Odds. Legendäre halt. Und allein in Gen 9 ist es halt Sweeps. Und ich sehe es nicht ein, Sweeps Full Odds zu suchen. Natürlich nicht. Deswegen
Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem krass genug, weit über 1 zu 8000. Deswegen glaube ich, Siebs werde ich definitiv die Ausnahme machen und nicht voll Odds Shiny handeln. Oder weitermachen. Und in XY ist ja Quaffer wahrscheinlich gar nicht mal so schwer, wenn man Radar oder SOS oder wie das da heißt, benutzt. Was kann man in XY benutzen für Quaffer? Bestimmt SOS oder. Nee, SOS war Sonne, Mond. Hallo Sammy. Hier Sammy huntet doch in Gen 6 und Gen 7 immer. Wie wäre die beste Methode, um Quaffaff zu finden? Radar? Radar. Dann Radar. Aber ich habe ja gesagt Full Odds. Das heißt 1 zu 4000 Quaffaff, wahrscheinlich einfach im Gras. Ist Quaffaff 100% zufällig im Gras? Ich hatte nur Kontakt Safari, da ist es glaube ich nicht. Ah. Und wenn, dann wird es auch jetzt schwer, den Typ zu kriegen, der dann kommt, oder? Ich weiß nicht, ob Quaffaff geht mit Radar. Eben, aber es ist ja egal, ich will ja eh bei der Challenge alles Full Odds machen. Doch klar. Ich bin nur hergekommen, um eine Frage zu stellen, waren es nicht schon drei Deoxys, die ich gefunden habe? Ich meine, ich habe inzwischen schon drei Deoxys gefunden, ja, aber eins davon habe ich halt gefailed. Das eine war ja ein fetter Fail. Deswegen brauche ich immer noch zwei und nicht nur noch eins. Quaffaff ist im Gras. Also geht mit Radar, meinst du, ja. Ich wollte es nur nochmal unterzeichnen, die Pain. Aber das kann ich ja nicht zählen, oder soll ich jetzt sagen, ich habe 2 von 5? Oder ich habe 3 von 5 gefunden, wobei das fünfte nicht zählt, also die 3, also die 2 eben. Unmöglich, unmöglich. Du hast keinen Bock auf Legenden? Das ist hier nicht willkommen, diese Aussage. Man hat immer Bock auf Legenden. Man hat nur vielleicht keine Zeit für Legenden, oder man hat schon alles gemacht in Legenden, aber man hat immer Bock auf Legenden. Du bist einfach toxisch. Der Clip dazu war geil. Ja, ne, der Clip, wie ich Deoxys faile, ist geiler als den, wo ich Deoxys kriege. Ja, ja, so ist die Menschheit, ne? Ist schon okay. Wir können es direkt vergleichen. Der Tweet, wo ich Deoxys finde und den Tweet, wo ich Deoxys faile. Wer kriegt wohl mehr Views? Mhm. Ich sollte anfangen, nicht irgendwie Shinies zu cheaten, sondern Fails zu cheaten. Wie wär's damit? Ihr gemeinen, gemeinen Menschen. Hallo Tomko. Hallo Fussriecher. Not gonna lie, Legends Arceus, eines der besten Pokémon-Games der letzten Jahre. Das Beste auf der Switch. Ganz einfach. Das Beste auf der Switch. Es ist immer so und nach eins kommt meist noch eins. Ja. Schadenfreude ist die schönste Freude. Ich glaube noch nicht mal, dass Leute Schadenfreude haben. Es ist einfach unterhaltsamer, sowas zu sehen. Weil man sieht so viele, vor allem wenn du auf Twitter in der Bubble bist, du siehst so viele Shinies jeden Tag, wie Leute die krankesten Shinies kriegen. Aber Fails sind seltener. Und meistens sind Fails auch dann lustiger von der Reaktion her. Es ist schon verständlich, warum Fails mehr kriegen quasi. Oder es muss halt was extrem Abstruses einfach sein. Hab mir den Schillerpin letztens in Arceus geholt, habe geweint, so viel Zeit. Du hast geweint vor Freude, meinst du, weil du so viel das Spiel spielen durftest? Das verstehe ich, ja. Musste komplett neuen Spielstand gemacht und insgesamt ca. 35 Stunden hast du gebraucht. Hatte beim Glitch eigentlich keine großen Probleme, aber manche kleinen. Musste zum Beispiel nochmal die Pyramide durchspielen, weil ich verkackt habe und habe 3 Stunden gebraucht, um ein Illumis zu finden. Pyramide? Du musstest die Pyramide durchspielen? Welche Pyramide? Die Pyramide. Bye, Gemstone. Thank you. Welche Pyramide?
Du machst mir gerade Angst, dass du den Pommel-Glitch von vor einem Jahrzehnt gemacht hast, der inzwischen... Ja. Vessi, reden wir nicht von meinem wunderschönen Video, was ich gemacht habe, um zu erklären, wie man den Pommel-Glitch macht. Du hast, als ich für den Pommel-Glitch quasi researched habe, haben auch Zuschauer von mir gesagt, boah, das wird voll hart, du musst in so eine Pyramide reingehen und da krass leveln oder das erstmal schaffen, um was zu kriegen und sowas. Dann habe ich geguckt und habe da auch eine Anleitung für gefunden und sehe dann so 2013 oder 16. Und dann google ich ganz normal nach Pommel Glitch und es kommen so viele Tutorials von diesem Jahr oder vom letzten Jahr raus, die alle 10 Minuten dauern. Also die Videos zumindest. Oder Shorts. Es gab Shorts zum Pommel Glitch und ein Short geht eine Minute. Du hast eine alte Version gemacht. Es gibt inzwischen eine Version, die immer noch relativ... Die ist nicht schwierig, aber es ist halt... Man muss auch viel aufpassen. Vessi, nein! Du machst es dir absichtlich schwierig, ne? Und jetzt suchst du auch noch Shiny Deoxys in Smaragd. Warum fahre ich das erst jetzt? Warum? Ja, weiß ich nicht. Du musst deine Benachrichtigung aktivieren, dass der, wenn der Leo ein Video hochlädt, dann musst du da drin sein. Dann wirst du sofort mit einem wunderschönen Pommel-Glitch-Video belohnt. Das, keine Ahnung, vielleicht hast du es ja auch schon vor langer Zeit vielleicht gemacht. Damals gab es nicht so viele Videos dazu. Aber es hat funktioniert. Ja, ja. Da gibt es einen riesigen Bisa-Fans oder, ja, ich glaube Bisa-Fans-Forum-Artikel dazu, wie man das macht. Und als ich das durchgelesen habe, dachte ich mir, ne. Das ist so krass. Ich sag's, wie es ist, dass Durengard nix sein Schwert und Schild bekommen hat, ist so Verschwendung. Du meinst Giga? Was soll Durengard kriegen? Das war echt hart, ja. Aber... Ja, Durengard ist ein geiles Ding, aber war eins meiner ersten Shinies, die ich gezielt gesucht habe, weil es so ein perfektes Shiny hat. Es hat was bekommen, ein Stat-Nerf. Waren, glaube ich, 4 40-Minuten-Videos. Hey. Wenn du es nochmal machst, guck dir mein Video an. Aber bist du dir sicher, dass du Shiny Deoxys aufs Markt finden willst? Weil du weißt, es kann unmöglich sein. Wenn du Pech hast, kann es sein, dass es für dich unmöglich ist. Und vor allem musst du dir irgendwie eine Strichliste machen oder irgendeine Liste, wo du sagst, okay, ich glaube, ich habe jetzt die erste Sekunde abgefrühstückt, ich warte jetzt immer 2 Sekunden. Und dann wartest du alle 3 Sekunden, dann wartest du 4 Sekunden, dann wartest du 5 Sekunden, dann wartest du 6 Sekunden. So, irgendwie, wenn du sicher bist, dass du alle Frames im ersten Bereich getroffen hast und dann so und so und so. Du kannst nicht, ich glaube, du kannst nicht für ewig einfach A spammen, weil... Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den ersten 30 Frames drin ist, ist, glaube ich, halt sacken unwahrscheinlich. Hallo Devos. Aber mit Runaways geht's doch, oder? Achso, ja, stimmt, mit Runaways geht's. Aber auch da, ne, ist, ja. Ja, klar. Ja. Aber wenn du halt einmal an dem Shiny Frame vorbei bist, musst du wieder. Aber ja. Ich weiß gar nicht, ob's... Ich meine, im Endeffekt ist es wahrscheinlich trotzdem einfach 1 zu 8000 und es ist noch nicht mal schwieriger. Es ist nur auf dem Blatt Papier wahrscheinlich schwieriger, weil... Ich weiß gar nicht, ob es anders ist von den... Also auf dem Blatt Papier ist es 1 zu 8000, natürlich. Aber da du halt nicht immer wieder von vorne startest, wie ich jetzt, kann es halt sein, dass du Phasen hast, wo überhaupt kein Shiny Frame überhaupt in der Nähe ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach exakt das Gleiche.
Das Rätsel nervt. Ja. Ich mache nur nicht das Rätsel, weil das nicht so gut funktioniert, wenn du 4 Gamecubes spielst. Und ich mache es natürlich nicht, weil ich vorher Rot und Blatt Grün habe. Also ich muss es nicht machen. Aber mein Ursprungsgedanke war, ich habe ja zuerst in Smaragd damit angefangen. Und dann habe ich aber 4 Spiele mir geholt oder halt 4 Gamecubes und sowas. Und dann ist mir aufgefallen halt, ne. Man sieht ja auch manchmal hier, wie manchmal einer von den Bildschirmen erst später reagiert. Es ist halt, weil einfach die Wireless-Verbindung nicht super perfekt ist. Und dann mit 4 gleichzeitig ein Rätsel zu machen, wo der Charakter immer exakt gehen muss, kannst vergessen. Weil manchmal geht er einen Schritt zu viel, einen zu wenig und dann kannst du schon nicht mehr gleichzeitig spielen. Deswegen, wenn du gleichzeitig spielst, kannst du eigentlich nichts machen, wo du präzise Bewegungen machen musst. Mir habe ich auch in Smaragd mit Runaway gemacht. Da geht's ja auch nur in Smaragd, ne? Ja. Der Mew gibt's nur in Smaragd. Random Frage, aber wie viele Soft Resets brauchtest du für Shiny Arceus? 4319. Eins zu 4000. Kalres, was? Selbst wenn Mugi nach der Chance gefragt hat, ist 1 zu 4000 auch falsch. Bye, Vessi. Ganz viel Erfolg dir. Äh, 4319. Ich hatte einen Fail bei 9876. Und dann habe ich wieder bei 0 angefangen. Und gestern nachts kam es bei 4319. Du kannst dir den Clip dazu anschauen auf Ausrufezeichen YouTube. Nee, TikTok Shorts, YouTube Shorts und auf Twitter ist auch das Video. Ach, du redest von Shiny Arceus. Ah, was? Warum reden wir denn von Arceus? Du bist gerade verwirrt? Ja, ja, ich bin verwirrt. Ich lese eure Nachrichten, wie ich sie lesen möchte und nicht so, wie sie dastehen. Ich weiß nicht, wie viel ich bei Arceus gebraucht habe. Da habe ich noch nicht Shiny Hunting gestreamt, sondern habe das alles so für mich gemacht. Für Arceus waren es aber um die 200 geschätzt. Es war ein Witz. Es tut mir leid und es ist mir auch peinlich. Auf der Switch ist ein Clip, weil ich habe dann schnell natürlich auf Aufnahme gedrückt, aber da steht keine Zahl natürlich. Deswegen random Frage. Ja, ich weiß auch nicht. Ich rede die ganze Zeit über Deoxys und dann denke ich so, wir sind bei dem Thema und dann habe ich es durcheinander gebracht. Das heißt, 1 zu 4000 war richtig, nur falsch. 1 zu 4000 von Kairos stimmt, ja. Aber ich habe es um die 200 gefunden. Ich glaube sogar unter 200. Das trügt oft das Gefühl, wie viel man schon hat. Hallo Xenoblade-Fan. Das Markt hat sogar 60 Frames die Sekunde. Trotzdem hast du irgendwann hoffentlich die gleichen. Aber es ist ja egal, man macht ja Runaways, ja. Bei dir waren es 13.000. Ja. Du hast halt für den Ausgleich gesorgt. Wegen dir, Drarod, können andere ihre Arceus schnell bekommen, so wie ich. Ist das alles Smaragd? Nee, das ist hier alles Feuerrot und rechts oben ist Blattgrün. Ich wollte eigentlich 2 Blattgrün und 2 Feuerrot, aber der Shop hat mich dann angeschrieben und gesagt, ah, wir haben kein Blattgrün mehr. Und ich habe gesagt, ja, dann gib mir ein Feuerrot. Du bekommst gefühlt eh alle Shinies schnell. Das ist falsch. Auch gefühlt falsch.
Schau mal auf YouTube, wann ich das letzte Video hochgeladen habe, in dem ich einen Shiny gehabt habe. Okay, heute. Verdammt. Heute. Aber das war nach, genau genommen nach 15.000 Resets. Hat das einen besonderen Grund, warum die Spiele auf Japanisch sind? Einen ganz, ganz wichtigen Grund. Sie sind günstiger. Veni hat einen Rekord, aber wurde nicht anerkannt, weil es deutsch war. Was für einen Rekord hat er denn? Wenn ich Feuerrot und Blattgrün auf Deutsch kaufen wollen würde, was ich natürlich zuerst versucht habe, aber da zahlst du halt pro Spiel über 100 Euro. Und dann musst du auch noch Angst haben, dass sie fake sind und was nicht alles. Auf Japanisch kostet eins zwischen 30 und 40 Euro. Das ist um einiges besser als über 100, ne? Vor allem, wenn man vier davon will. Also das eine habe ich. Das eine, das ist das Deutsche hier. Das hat mir ein Zuschauer geschenkt. Das war sehr nett. Dafür habe ich ja das... Also mit dem habe ich das Gen 3 Video gemacht. Also das habe ich nur gebraucht für Incognito, das hier. Aber weitere drei habe ich mir dann auf Japanisch gekauft, weil sie halt um einiges günstiger sind. Ich dachte, Deoxys ist Smaragd only. Nee, Mew ist Smaragd only. Deoxys ist Feuerrot, Blattgrün und Smaragd. Arceus 20k Resets irgendwie. So hat er das mal erwähnt. Er meint, er hat einen Rekord, weil er... Was? Du meinst, er hat einen Rekord, weil er Arceus in Shiny gefunden hat mit 20k, weil es so viel, so hoch ist? Da gibt es bestimmt Leute, die mehr gebraucht haben. Und es gibt nicht wirklich eine Rangliste dafür, oder? Und ob man Deutsch ist oder Englisch ist, ist egal. Das kann nicht der Grund sein. Aber es war Deutsch und daher nicht anerkannt. Das ist kein... Das kann kein Grund sein. Ich weiß gar nicht, aber von was wir reden, weil wo, wer erkennt das an? Welche Website gibt es da? Gibt für alles eine Rangliste? Ja, dann sag mir die Rangliste mal. Wo ist die? Gib mir, also ich will es wissen, gib mir die Rangliste, wo Leute sich eintragen für die längste Hand ever. Und wenn es die gibt und sie erlauben keine deutschen Spiele, dann ist das eine scheiß Rangliste. Google selber. Ich frag dich. Du hast etwas behauptet, du musst es jetzt beweisen. Ich würde es so fühlen, wenn wir Just for Fun ein Stadion füllen würden mit 8192 Leuten, die alle einen Full Odds bekommen, resetten und schauen, wie lange es geht oder wie viel Shinies man in, I don't know, einer Stunde findet. Das gab es doch letztens als Event. Hat es nicht Professor Rex gemacht? Der macht doch so riesige Sachen. Was war das? Ich habe es auf Twitter gesehen. So eine Halle voller Shiny Hunter. Und die haben alle resettet, ich glaube, eine Stunde lang. Und ich glaube, das Krasse war, dass sie keins gefunden haben. 1000. Waren es 1000 Leute? Das war ein Ansatz. Ja, es waren alle, aber find erstmal 8102. Ich glaube, so viele Leute Shiny hatten noch nicht mal auf der Welt. Doch, aber. Die haben einfach versucht, auf Full Odds Encounter zu kommen. Ach so, genau, die waren ganz viele Leute und die haben in einer Stunde versucht, auf 8192 zu kommen, haben das nicht geschafft, aber sie haben Shinies gefunden, glaube ich. So. Machen wir das auch mal? Nein. Tschüss, Rubin. Danke für nix. Gibt für alles eine Rangliste? Nee, Rubin, alles gut. Aber ich habe gehofft, du findest die Rangliste für mich. Mm-mm-mm.
Wenn es so ein Event hier in Deutschland wäre, ich wäre dabei. Warum ist das Deutsche langsamer? Weil deutsche Spiele in PAL-Format sind und japanische Spiele in NTSC und PAL hat weniger Frames. Deswegen ist PAL langsamer. Manchmal ist es aber auch schneller, wie du siehst. Ich will jetzt so eine Rangliste sehen. Leaderboard. Highest. Warte, ich muss hier raus. Ich weiß nicht. Shiny. Resets. I don't know. Highest number. Das macht keinen Sinn. Ne, ich wüsste nicht mal, wie ich das googeln soll. Leaderboard, Shiny Resets, Longest Hunt oder so. Pokémon YouTuber resets over 3000 times without finding a shiny. Was ist das für eine Headline? Pokémon YouTuber resets over 3000 times without finding a shiny Giratina in BDSP. Das ist ein Newsartikel. Das ist ein Newsartikel auf Sportskeeda. Entweder ist er der Artikelschreiber oder ein Freund von dem Artikelschreiber. Was ist das denn für eine Headline? Was? Währenddessen sitzt Caleb über 10.000 an Rayquaza. Aber der hat wahrscheinlich auch ein paar Artikel gekriegt dazu. Was ist denn das für eine Headline? Okay. Ich verliere dauernd meinen hier. Okay, ich google nicht weiter. Das Baldi. Okay, also hat er nicht den Artikel selber geschrieben. Sagst du nicht in deinem Video zu RNG Manip, dass man in Gen 3 vor Shinies flüchtet? In Smaragd flüchtest du vor Deoxys, ja. Aber wir sind nicht in Smaragd, wir sind in Feuerrot und Blattgrün. Komm erstmal in meine Liga. Shiny Hunting ist auch sein Hauptcontent. Cool. Das war ja nichts gegen ihn. Ich verstehe nur nicht den Artikel. Wer kommt auf diesen Artikel? Sportskeda oder was das war? Ich meine, gut für ihn, dass er einen Artikel bekommt. Ich will auch einen Artikel. Shiny Hunter verliert Deoxys, weil er gerade Cocaine Bear schaut. Schau, das ist ein Titel. Das ist ein Headline. Ja, DNZGKSN, das ist so, aber nicht in Feuerrot und Blattgrün, weswegen wir Feuerrot und Blattgrün spielen. Genau, jeder einfach bei der EM vor der Arena. Es werden nur Leute reingelassen, die ein GBA dabei haben mit einem Feuerrot-Spiel oder einem Gen 3-Spiel. Und dann müssen alle Shiny hunten. Für eine Stunde. Oder in der Halbzeit oder sowas.
Lustig, wenn man bedenkt, dass du gerade einen seltenen Weltraumvirus jagst. Ja. Einer der geilsten Stellen in... Ich glaube, es war Origins, oder? Nee, Generations? Generations. Der Pokémon-Anime Generations? Epic. Epic. Einfach epic, wie der Rayquaza gegen Deoxys kämpft. Oder Red auf Rayquaza gegen Deoxys kämpft. Mega Rayquaza. Deoxys hat einer der besten Themes. Wollt ihr komplett Ear Rape haben? Achtung! Moment, irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, ihr hört es. Ne, ihr hört es nicht so laut. Ich kann euch gar nicht kaputt machen, sorry. Hört man nur einmal den Sound? Mein Problem ist nämlich, dass natürlich der Sound viermal abgespielt wird. Aber nicht hier, aber das ist echt schwierig aufzuzählen. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie ich das mit dem Sound mache. Weil die Soundaufnahme ist viermal. Weil es halt vier Bildschirme sind und jeder Bildschirm hat eine Soundausgabe. Deswegen, der Sound im Video ist halt einfach volle Kanne. Weil es viermal übereinander liegt, einfach der Sound. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, also ich wüsste, wie ich es fixen kann, aber es ist zu umständlich. Es passt schon so. Wir fügen den Sound einfach später rein. Shiny Hunting Esports League. Ich meine, in sowas wie in Gen 9 hast du ja schon ein bisschen Skill beim Shiny Hunten dabei, weil du tatsächlich gucken musst. Und du darfst das Shiny nicht verpassen und musst dich gut bewegen. Also da kann schon, wenn du da so einen Timer dran machst, kann schon ein bisschen Skill mit dabei sein. Nur in Gen 9 ist halt die Wahrscheinlichkeit unfassbar gering. Aber wenn in Gen 9 die Wahrscheinlichkeit 1 zu 8000 wäre, dann hast du da 10 Leute, die ein Race machen, wer zuerst ein Shiny findet. Und du kannst tatsächlich dann so halt Taktiken anwenden und den richtigen Weg gehen und so weiter. Dann ist da schon ein bisschen Skill dabei. Also hier ist gerade null Skill dabei. Hier ist nur viel Geld dabei, weil du viel Geld ausgeben musst, um dieses Setup zu haben. Aber Geduld. Hast du 4 GB-Operator? Nein, ich habe 1 GB-Operator. Das hier sind 4 GameCubes. Im Moment kannst du noch nicht auf 4... Also im Moment kannst du GB-Operator nicht gleichzeitig steuern, aber die arbeiten dran. Da wird ein Update rauskommen, dass das geht. Hat Epilog gesagt. Es gibt Leute, die es geschafft haben, aber die haben halt selber Skripte geschrieben oder halt den GB-Operator gemoddet, dass du den viermal gleichzeitig benutzen kannst. Aber im Moment geht das offiziell noch nicht. Aber wenn, ich habe extra 4 GameCubes, selbst wenn es mit dem GB-Operator geht. Ich mache weiter meine GameCube. Wobei das Bild natürlich schöner ist mit dem GB-Operator. Aber so schlecht ist es eigentlich gar nicht, eigentlich. Also 4 Gameboy-Player, genau. Hier. Kannst alles anschauen. Ah, Kamera, geh rüber. Capo hat unsere Mentalität so kaputt gemacht, wie 30 Minuten und noch kein Shiny, ich bin so unlucky. Legends Arceus aber auch schon. Wenn ich in Legends Arceus einmal über die Map fliege und ich finde kein Shiny, bin ich extrem entzürnt. Dieser Würfelstapel. Ich finde, es sieht cool aus, weil Gamecubes halt diese perfekte Form haben. Aber es ist sehr nervig. Weil die sliden dann so runter und du kriegst das Spiel nicht gescheit raus und du musst sie hochheben, um sie anzumachen und so weiter. Deswegen nebeneinander ist schon cooler. Von der Benutzung her und sieht halt auch mächtig aus. Aber ich habe keinen Platz, die nebeneinander hinzustellen.
Gen 9 und Skill mit Shiny Hunten passt echt nicht. Ja, aber tatsächlich brauchst du in Gen 9 mehr Skill. Weil du gucken musst. Du musst nicht nur warten, du musst gucken, es zu sehen. Du musst ausweichen, du musst richtig laufen, Routen machen und sowas. Also, es ist jetzt nicht wirklich Skill, aber es ist mehr Skill als darauf warten, dass es Bring macht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ein Witz. Der Shiny Ton aus Arceus wird nun auch immer genutzt. Wo eben nicht. Zum Glück. Mach halt einen Shiny Living Dex in PLA, dann siehst du das anders. Dass man Skill braucht oder dass man keinen Skill braucht? Also ich habe einen Shiny Living Dex quasi in PLA. Nur ich habe halt die schweren nicht. Die Verzerrungsdinger habe ich natürlich nicht. Gamecubes sind gar keine Würfel. Es ist nicht kein perfekter Würfel, ja. Besserwisser. Stimmt, sie sind abgerundet. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist eher, dass sie nicht alle die gleiche Fläche haben. Nicht alle gleich hoch sind überall. Gleiche Kantenlänge. Die haben alle keine gleiche Kantenlänge. Ich meine, wenn eine Person ein shiny Video macht, ja, dann kommt immer dieser Sound. Ja. Hallo Basti. Ey, bei den alten Games auch, du darfst nicht zu früh Soft resetten. Warum musst du das jetzt sagen? Willst du alte Wunden aufmachen? Wir haben doch die Wunde gerade so schön zugenäht und sie ist schon fast verheilt. Und jetzt kommst du und reißt die Wunde auf und streust auch noch Streusalz rein und Chilischoten und was nicht alles. Vielleicht musst du die Shiny Deoxys mit so aufsetzen. Ich glaube nicht an Superstition. Nicht Aberglaube. Wie heißt das auf Deutsch? Wie funktioniert das denn überhaupt mit mehreren GB-Operator? Man klickt mit der Maus drauf, oder? Braucht man dann zwei Mäuse? Warum brauchst du zwei Mäuse? Brauchst du vier Mäuse, wenn du vier Ordner offen hast in Windows? Lurky? Hast du für jedes Fenster, was du in Windows offen hast, eine eigene Maus? Warum brauchst du vier Mäuse? Wie meinst du das? Jetzt komm, hau dein verwirrtes Entern raus. Wie? Gott, ey, Spiel! Oh mein Gott. B. A. Okay. Sorry, Daniela, ich muss jetzt die Nachricht ein bisschen so vorlesen, nimm's mir nicht übel. Ich find's schade, dass in Capo kein Ton oder eine Animation kommt. Keine Ahnung, an wie vielen Shinies ich schon vorbeigelaufen bin. Ja! Das ist ja auch gut so. Warum willst du Shiny Hand noch einfacher machen, als es sowieso schon ist, indem du einfach eine fette Explosion in dein Gesicht reinkriegst, plus auch noch einen fetten Sound, der dir sagt, da hinten in einem Kilometer ist gerade ein Shiny aufgeploppt. Warum willst du es denn noch einfacher haben? Shiny Hunting geht darum, dass du ein andersfarbiges Pokémon entdeckst. Und nicht, dass du fähig bist, ein riesiges Geräusch zu hören. Ein lautes Geräusch zu hören. Weil es richtig und wichtig ist? Nein, weil ihr einfach faul seid. Ihr wollt einfach blind durch die Welt fliegen und einfach zurücklehnen und die Augen zu machen, kleines Nickerchen machen und darauf warten, dass es Bring macht, ohne auch nur irgendwie hingucken zu müssen. Ist es nicht cool, dass man in Karmesin und Purpur wenigstens hingucken muss, um das Shiny zu erkennen? Shiny Hunten bedeutet, du vergleichst Pokémon und guckst, oh, das ist Shiny. Und nicht, dass du, keine Ahnung, alles vom Spiel machen lässt. Aber wenn man nicht weiß, wie es aussieht, da, du bist Shiny Hunter, du solltest wissen, wie jedes Shiny aussieht. Vor allem solltest du wissen, wie ein normales Pokémon aussieht. Und dann weißt du ja, oh, das sieht nicht aus wie ein normales Pokémon.
Stinksauer. Jedes Mal, wenn jemand sagt, warum haben sie den Shiny-Sound weggemacht, werde ich so... Ihr seht, wie unfassbar wütend ich bin. Es würde aber auch so oft passieren, wenn man rennt und dann hinter einem der Sound aufploppt und es schon despawned ist. Ja, Gott, wie nervig wäre das. Ich liebe Legends Arceus. Und das mit dem Sound war cool, aber ich bin froh, dass sie es wieder weggemacht haben. Und ich glaube, Legends Arceus wäre immer noch genauso geil zu Shiny Hunten ohne den Sound. Weil komm, du fliegst über diese Welt drüber und da unten machst Bring. Du hättest es verpasst, weil du nicht hingeguckt hast. Selber schuld. Aber nein, du kannst gar nichts mehr verpassen, weil es einfach schon aus 100 Meter Entfernung einfach Bring macht und gelb explodiert. Einfach in den Einstellungen an- und ausschalten lassen, statt dauerhaft an oder aus. Ja, Loki, das ist immer ein guter Einwand, dass allgemein Nintendo uns Optionen geben könnte. Aber das werden wir, glaube ich, nie bekommen, weil Nintendo die... Was ich auch okay finde, weil Nintendo hat die Einstellung, dass sie geben uns etwas, was sie denken richtig ist. Die sind quasi wie Apple. Du kannst auch sagen, hey Apple, lass doch bitte das AUX-Kabel an dem Handy. Es gibt ja auch immer noch Leute, die wollen eine normale Kopfhörer benutzen mit Kabel. Und Apple sagt aber, nein, wir wissen es besser als du, kleiner Plepp da unten auf dem Boden. Wir schauen vom Wolkenkratzer runter auf dich. Du hast auch keine Ahnung. Wir wissen, dass die Zukunft es sein wird, Shinies zu hören und nicht zu sehen. Nee, deswegen machen die das tatsächlich. Deswegen gibt es so wenig Einstellungen in den Spielen, weil die so fest von sich überzeugt sind. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden natürlich, aber das ist der Grund. Die sind so überzeugt von ihrer Meinung, dass das der richtige Weg ist, dass es nur den einen Weg gibt. Das ist so wie, grob jetzt anders natürlich, aber das ist so wie Leute sagen, Elden Ring, warum gibt es uns keinen Schwierigkeitsgrad? Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion natürlich, aber das kann man ja da auch sagen. Elden Ring, warum, oder Dark Souls, gibt uns doch einen Schwierigkeitsgrad. Aber From Software sagt, nein, so ist das Spiel, so finden wir es perfekt, spiel es so, wenn nicht, verpiss dich. Aber natürlich wünsche ich mir auch einen Schwierigkeitsgrad in Pokémon, ich wünsche mir auch, dass ich Sachen an- und ausschalten kann. Aber die andere Sache ist auch, selbst wenn du es ausschalten könntest, würden es die meisten nicht machen. Weil die Menschen wollen immer das, was einfacher ist. Natürlich, manche machen sich Spiele extra schwer, klar. Elden Ring Schwierigkeitsstufe wie bei Diablo 3. Kopfhörer mit Kabel, die piss ich. Das macht keinen Sinn. Sollst zum Arzt gehen. Ich fand alle Shinies gut erkennbar. So gut wie alle Shinies sind gut erkennbar. Es gibt in Karmesin und Purpur auch ein paar Asoziale wie Elekid inzwischen oder Lusadin. Nicht Lusadin, Zapladin. Weil auch Zapladin ist jetzt einfacher mit dem DLC geworden, weil es in der Höhle ist und nicht mehr unter Wasser. Aber es gibt schon schwierige. Fleckmon ist auch schwierig. Aber nicht so unmöglich wie Elekid zum Beispiel. Die Mäuse, ja. Aber das ist das, was die Mäuse cool macht. Weil es ist eine deutliche Veränderung. Aber sie ist halt schwer zu sehen, was kleine Mäuse sind. Das ist das, was Zwiebs cool macht. Stellt euch vor, die Maus wäre einfach schwarz oder lila. Dann wäre es lang nicht so besonders, die Hand. Und dann könnte ich auch einfach wieder ein Sandwich anmachen, hier 60 Kehlen, stell mich hin, so, mach Sandwich, mach Picknick an, aus. Und wenn ein fettes, lila Ding aufploppt, weiß ich, oh, ein Shiny. Und so muss ich tatsächlich zu jedem hingehen und auf den Bauch schauen oder in meinem Fall das Spiel, den Farbton vom Spiel ändern. Dass ich eine Chance habe, es zu sehen. Ich liebe den EP-Teiler. Ja. Ich kann dir sagen, selbst wenn Pokémon oder Game Freak sich die Arbeit machen würden, einen optionalen EP-Teiler zu machen, den man am Anfang an- und ausschalten kann, 95% der Leute würden ihn anlassen. Weil es ist komfortabler.
Und hat nichts mit Schwierigkeit mehr zu tun, sondern einfach nur mit Komfortabilität. Du hast gestern Shiny Manaphy bekommen nach 22 Eiern. Basti. Basti. Bei so einer abnormal krassen Behauptung brauchen wir einen Beweis. Basti. Basti, Beweis muss her. 22 Eiern? Das heißt, du hast das Spiel. Was ist 22 durch 4? 24, 6. Du hast das Spiel 6 mal neu angefangen oder wie hast du es gemacht? Peter macht das Leben einfach leichter und man spart sich unnötiges Grinden. Genau. Und du könntest immer noch nur ein Pokémon im Team haben und mit dem leveln gehen. Nee. Nee, EP-Teil wäre tatsächlich cool, an- und ausschalten zu können, aber ich sag dir, die wollen, dass man den benutzt, die wollen, dass es so ist und die Leute, die 95% würden es nicht ausschalten. Ja, schau, Dave sagt, wie es ist. Dave sagt, wie es ist seit Gen 6. Seit dem allgemeinen EP-Teiler benutzt man eher ein komplettes Team, weil es angenehmer ist, ein ganzes Team zu benutzen, als einfach nur den Starter aufzuleveln. Ja. Ganz genau. Ich meine, auf der anderen Seite, es war Gen 5 jetzt zu spielen und zwischendrin anzuhalten und wirklich einzeln seine Pokémon leveln zu müssen, war auch cool. Es ist schon auch cool. Aber es ist auch ein altes Feeling. Ich habe kein, also es ist halt dieses Oldschool-Feeling einfach. Und so ändert sich das einfach. Basti, Basti, wenn das stimmt, herzlichen Glückwunsch. 22 Eiern für Manaphy. Aber trotzdem wäre es immer schön. Zeig uns, du musst doch wenigstens ein Bild davon gemacht haben. Come on. OT Basti. Show us the shine. Aber nicht jeder möchte Shinies des Sammelns wegen, sondern weil sie einfach ein cooles Shiny möchten. Dann hätte man wahrscheinlich schon lieber ein schickeres Shiny für seinen Aufwand. Ja. Aber dafür gibt's ja die anderen 95% an Shinies, die alle sehr besonders aussehen. Das ist ja das Coole an Pokémon-Spielen, es gibt halt für alle etwas. Es gibt seltene, es gibt heute immer noch krass seltene Shinies zu finden und es gibt krass einfache zu finden. Es gibt krass schöne, es gibt krass coole, hässliche, süße, rosane, grüne, blaue, lilane. Es gibt es für allen, für jeden was dabei. Ja, aus irgendwelchen Gründen sagt Discord gerade, Code ist falsch. Moment. Der Code ist falsch. Bin auch Freund des EP-Teilers. Aber des Neuen, nicht des Alten, wo nur ein Pokémon mitgelevelt wurde. Ich fand's krass, dass man in Schwarz-Weiß direkt zwei EP-Teiler bekommt. Aber ich hab zuerst gedacht, ey, das wäre voll cool, dann kann ich zwei extra so halt mehr aufleveln. Es ist echt interessant zu sehen, wie das. Weißt du, zuerst hast du hast von Anfang an einen EP-Teiler und in Gen 5 hast du zwei und in Gen 6 hast du schon, brauchst du gar keinen EP-Teiler mehr. Weil er allgemein ist. Was inzwischen auch übrigens in all den rundenbasierten oder in RPGs so ist. In Final Fantasy, wenn du levelst, levelst du selbst die, die nicht mal ansatzweise am Kampf überhaupt mitgemacht haben und so weiter. Also es ist inzwischen so enorm, dass einfach alles levelt, was im Spiel ist, was du auch nur irgendwie dabei hast. Aber ich habe dann die zwei EP-Teile an Gen 5 gar nicht benutzt, weil es so umständlich war, dann das da und da wechseln und hier und dann kriegen die aber nur, es ist dann so wenig EP auch, dass es sich gar nicht mehr lohnt, einen EP-Teiler zu benutzen. Und man kann sich gewissermaßen auch die Chance auf Shinies einstellen.
Meinst du, wenn du sowas ändern könntest wie den Schiller-Sound? Ja, definitiv. Hallo Thomas. Ich finde in Usum, es ist am einfachsten, Shinies zu bekommen. Ich habe noch nie Usum gespielt. Ja, wenigstens ist der Schillerpin verbunden mit Arbeit. Es ist nicht einfach eine Option im Menü. Ja, was hast du verpasst? 800 spannende Resets hast du verpasst, JJ. 800 orangene. Oder ist das eigentlich orange? Sehen wir das als orange oder rot? Nee, der ist orange. Shiny ist gelb. Orangene Deoxys. Ultrasonne, Ultramond. Ich weiß, was Usum ist, ja. Ultrasonne, Ultramond. Ich hab's trotzdem nie gespielt. Musst du mal machen. Ich finde Usum recht hart. Zumindest den Kampf gegen Ultra Necrozma. Ja. Ich meine, muss ich ja machen. Ich muss es wirklich mal machen. Ich muss es buchstäblich machen. Wenn ich nicht müsste, würde ich Usum, glaube ich, nie spielen. Weil ich weiß, dass ich es hassen werde. Ich finde es eigentlich gut gelöst. Ich finde es auch so, wie es ist, gut gelöst. Du kannst Full Odds Shiny hunten, du kannst es dir extrem schwer machen, aber du kannst es dir auch extrem leicht machen. Mein Shiny Hunting ist sehr populär geworden mit Pokémon Go. Und dann hat Game Freak halt gesagt, wir wollen, dass es auch populär ist in unseren Spielen. Also wenn du taktisch arbeitest, dann hast du sehr, sehr gute Chancen. Aber wenn du willst, kannst du es dir auch schwer machen. Ich sitze gerade am Gen 2 Origin Dex und möchte hier mal meinen Unmut über das Boxensystem kundtun. Ein Glück haben sie das mit Gen 3 geändert. Gen 2 Boxensystem. Ist es in Gen 2 noch so, dass das Pokémon nicht automatisch in die Box gepackt wird, wenn die Box voll ist? Also in Gen 1 ist es so. Ist es in Gen 2 immer noch so? Ja, ne? Beutel kann voll werden, aber erhält mehr als in Gen 1. Die Box kann auch voll werden. Oh, das Speichern. Das Speichern beim Boxlevel, beim Boxwechseln, das ist so nervig gewesen, ja. In Gen 1 hast du nur eine Box? Nein, in Gen 1 hast du 10, 12 Boxen oder so. Sonst hättest du, das könntest du ja nicht mehr als 30 Pokémon haben in Gen 1. Natürlich hast du Boxen, aber du musst sie halt händisch wechseln. Sonst kannst du nichts mehr fangen. Stimmt, in Gen 2 sagt die Box, dass sie voll ist, weil dann, glaube ich, Professor Eich anruft. Nee, Bill sollte eigentlich anrufen, oder? Ja, Gen 3 hat sehr viel verbessert. Bill ruft an. Boxentwickler Bill ruft an. Na, warum ist Ultra Necrozma so schwer? Ist das Level 100? Wenn du da mit deinem Starter reingehst, mit deinem Level 90 Starter oder sowas, ist dann der Crossmer immer noch so schwer? Warum ist denn das so schwer? Genau, der Pokémon Mover moved halt deine Box 1, die komplette Box 1. Deswegen musst du halt wieder ins Spiel gehen. Pokémon auf die Box wieder tun. Und damals in Gen 1 und Gen 2 ist es halt noch so gemein, weil du da die Pokémon einzeln rüber tun musst. Und ich glaube sogar in Gen 1 und Gen 2 musst du sie in dein Team tun, um sie dann auf eine andere Box zu tun. Du kannst noch nicht mal von Box zu Box übertragen, sondern du musst immer dein Team als Transfer benutzen, um auf eine andere Box zu kommen. Es ist super umständlich. Und dann hat Gen 3 auf einmal alles gerichtet. Sehr viel.
Der ist Level 70, okay. Viele kommen dann mit Mitte 50 bis Anfang 60 dort an. Mal schauen, wie ich dort ankommen werde. Wenn wir das überhaupt machen. Ist das Teil von der Story? Muss man das machen? Oder, weil Ultra Necrozma kann man wahrscheinlich gar nicht fangen, oder? Weil es Ultra ist. Wem hat Necrozma mit einem Level 1 Zoroa geschafft? Ja, weil es Zoroa ist. Gen 2 geht das Box-zu-Box tauschen, aber du musst bei jedem Pokémon speichern. Schlimm. Ist Story. Okay, dann muss ich es spielen. Ich spiele jetzt auch gerade Gen 3 für die letzten 10 bis 15 Pokémon. Sehr gut. Ich sage, du kriegst das Shiny bei Reset 3065. Okay. Was wettest du? Was ist der Wetteinsatz? Dein Pausenbrot? Oder vielleicht dein Gameboy? Mein Starter war 80, also hatte ich keine großen Probleme. Story Ende. Kann ja trotzdem sein, dass man die Story nicht durchspielen muss, um alle Pokémon in Usum zu fangen. Ich schätze mal, dass es ein paar Legis gibt, die man erst fangen kann, wenn man die Story durch hat. Ich muss auf jeden Fall soweit spielen. Okay. Da sind wir noch nicht. Jetzt warten wir erstmal auf Schwarz-Weiß 2, dass es ankommt. Und dann müssen wir die durchspielen. Ich bin sehr gespannt auf Schwarz-Weiß 2. Ich erwarte ein unfassbar gutes Spiel und eine so gute Story. So wie ihr alle schwärmt von Schwarz-Weiß 2. Wenn es das gleiche Spiel ist, nur 2 Jahre später, bin ich sauer. ich glaube, das ist der Fall, oder? Zur Ultra Bestien bekommt man eher nach der Story. Okay, wahrscheinlich sogar die neuen, oder? Die neuen, die in Ultra eingeführt wurden. Typ 0 und Venikro. Mein Plan ist es ja nur Ultra zu spielen, dass ich nicht Sonne und Mond spielen muss. Weil auch hier, es sind die gleichen Spiele, nur dass sie mehr haben. Somit erlaube ich mir das natürlich, nur Ultra zu spielen. Mach auf jeden Fall den Einall-Link. Was ist denn jetzt der Einall-Link? Einall-Link. Einall-Link. Klingt dumm. Was ist der Einall-Link? Schon anders? Ich hoffe es, dass es anders ist. Weil viele immer sagen, Schwarz-Weiß 2 ist einfach das Gleiche und hat so viele Parallelen. Ja, natürlich hat es Parallelen, weil es die gleiche Map ist und sowas, aber die Story muss doch komplett anders sein. Ich bin doch jemand ganz anderes. Ach, Link, einer Link. Vom Leveln die Pokémon, also du hast ja in Usum einen krassen EP-Teiler. Deine Pokémon sollten doch sau easy hochleveln. Gibt doch bestimmt eine Stelle, wo man das ganze Team gut hochleveln kann. Irgendwie so Hytera im Gras oder so. Die Story ist nicht anders. Wie, die Story ist nicht anders? Du kannst Teil 1 mit Teil 2 verbinden für extra Content. Okay. Story ist unterschiedlich. Schätze ich, weil du spielst jemand anderen, du hast einen anderen Rivalen und die Rivalen sind quasi 2 Jahre älter und stehen da rum und so. Allein der Anfang war komplett anders, den ich schon mal gespielt habe. Remoraid Schwarm. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Remoraid gefangen habe. Ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt im Wasser. Im Wassee. Die einzigen Schwärme, die ich gemacht habe, war Yanma. Ich habe ewig versucht, Snubbull und Meryl Schwarm zu kriegen, aber habe sie nicht gekriegt. Ich fand Black White 2 hat sich nach einem ganz anderen Spiel angefühlt. Ich bin gespannt. Ich habe hohe Ansprüche.
Ich dachte, wir reden noch von Usum. Usum ist die gleiche Story. Außer, dass du am Ende eine Ultrasache noch mehr hast und so. Und dass hier und da natürlich ein paar Sachen, glaube ich, verkürzt sind. Weil selbst Game Freak gemerkt hat, Moment mal, das 1,5 Stunden Tutorial am Anfang ist vielleicht übertrieben. Wobei, es waren 1,5 Stunden, bis man im Pokémon Center ist. In Usum. 2 Stunden ist übertrieben. Manu Silverstein, du bist ein Wablu. Schwabbel, Wabbel. Leon, seine hohen Ansprüche. Meine hohen Ansprüche. Ich war ja immer großer Verteidiger, dass Gen 2 die beste Gen ist. Und ich habe auch der liebe Tas Dingo, ein anderer Streamer, hat immer gesagt, du Trottel, Gen 2 ist lang nicht so gut wie Gen 3. Und jetzt, wo ich Gen 3 ein paar Mal gespielt habe, muss ich sagen, ja, Gen 3 hat so viel gefixt, was Gen 2 falsch gemacht hat. Halt, Quality of Life Sachen. Ich finde immer noch, dass die Pokémon von Gen 2 cooler sind. Wobei, Gen 3 hat einfach die Hoxes, Mann. Und andere Sachen. Nee, Gen 3 ist schon cooler, Mann. Aber Gen 2 hat Zedraking. JJ, du bist ein Kaumalat. Nicht, sondern ein Kamalm. Kamalm. HGSS über Gen 3. Ja, okay, Remake. In Usum ist die Afterstory anders und einige Story-Elemente sind umgeschrieben worden, aber es bleibt fast das gleiche Spiel, ja. Deswegen haben sich ja so viele beschwert, dass du quasi ein neues Spiel kaufst für, was, eine Stunde am Ende anfangen? Eine Stunde am Ende anders? Hallo, Jenny. Sind wir schon bei 1000? Gleich. Was macht ihr am Wochenende? Wir gehen Spider-Man gucken im Kino in IMAX. Und was noch? Das war's. Morgen wird viel Weed geraucht, oder? Nicht hier, hier ist illegal, aber bei euch bestimmt. Ihr krassen Hippies, die deutschen Hippies. Was hat Rosa gesagt? Rosa hat sofort, ich habe gesagt, was assoziierst du mit dem Datum in 2 Tagen? Und sie so, 420! Und dann habe ich gesagt, hast du an Hitler gedacht? Sie so, oh stimmt, der hatte da Geburtstag. Nö. Es sind nur eure Köpfe, die verschandelt sind von den ganzen elendigen Nazis in Deutschland. Aber der normale Mensch aus dem Internet, der normale Streamer, denkt da an Bubatz und nicht an irgendeinen Typen. Nur weil wir modern sind? Nein. Kannst du Schach? Ich kann Schach, ja. Ich habe früher viel Schach gespielt, aber ich war nie gut. Aber ich kann, also ich kenne die Regeln. Aber ich kenne keine Taktiken oder sowas. Gestern bin ich in Pokémon Go reingegangen und habe die neuen Gesichter gesehen. Es ist so ein Witz, ne? Du machst das Spiel an, guckst deinen Charakter an, es ist einfach eine andere Person auf einmal und so viel hässlicher. Es ist so schade. Ich meine, sie hätten es gut machen können und es wäre cool gewesen, wenn man ein bisschen mehr Individualität hat als den Standardcharakter. Aber es ist halt hässlicher. Da will ich lieber ein Standardcharakter sein als das Ding. Siehst du, sie wusste es auch? Ja, aber ich finde, es ist unnützes Wissen. Ich bin mir sicher, dass ich das nie in der Schule gelernt habe, weil es ist ein Geburtstag. Es hat nichts mit dem zu tun, was passiert ist. Es ist einfach nur ein Geburtstag. Keiner muss den Geburtstag wissen. Es kann Allgemeinwissen sein, weil es so viele wissen. Ich glaube, vor allem wissen es Leute, weil es halt Kack-Nazis gibt, die da halt ihre Symbolik reinsetzen und sowas. Wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ist es 204 oder sowas, die dann schreiben? So wie 88 und was nicht alles? Deswegen, glaube ich, wissen das Leute, aber ich bin da null im Kontakt mit sowas. Ich habe da null Berührungspunkte hier damit, was Nazis alles für Symboliken benutzen. Deswegen, ich wusste es nicht, dass der da Geburtstag hat. Ich wusste es nicht. Aber ich finde es auch unnützes Wissen. Das braucht man nicht.
Euch hat schon einen Hanfshop aufgemacht. Aber Hanf ist ja Hanf. Zählt eigentlich zu einem Origin Dex Oras, wenn man die Cartridge zwar hat, aber keine Möglichkeit, die zu fangen und hochzutauschen? Was? Du machst deine eigenen Regeln, Raven. Du machst, wie du das magst. Aber so wie ich das mache, werde ich Oras nicht spielen, weil Oras ist ein Remake. Oras ist Gen 6. Es gibt kein Pokémon in Oras, was in meinen Origin Dex Platz hat. Also es gehört da nicht hin. Ich höre gern die Zillertaler Türkenjäger. Okay. Dafür wirst du gebannt natürlich. Außer es ist ein Insider, den ich nicht verstehe, aber so rein als Mensch wie ich, der keine Ahnung hat. machen wir das schmerzlos einfach. Kannst es mir ja versuchen zu erklären, wenn du nicht gebannt werden wolltest. Deswegen, Noah, Raven, ich verstehe deine Frage nicht, wenn du die Cartridge hast und so. Also, du machst es, wie du magst. Wenn du Pokémon in Oras fangen willst, dann fang sie. Das war bei uns in der Klassenarbeit damals eine Frage. Wann hat Adolf Hitler Geburtstag? Was ist das für eine dumme Frage? Ah, das weiß ich natürlich. Warum ist das nicht, dass man das im Schulunterricht vielleicht mal sagt? Klar, aber was ist das denn für, warum sollte man das wissen? Es hat null Impact auf irgendetwas, wann der Geburtstag hatte. Im Gegenteil, Geburtstage sind da, um jemanden zu zelebrieren. Im Gegenteil, wir sollten den Geburtstag alle vergessen. Den Rest natürlich nicht vergessen, um Gottes Willen, aber dieser Geburtstag hat so null Relevanz. Der hat nur Relevanz für Leute, die es eben zelebrieren. Und deswegen wissen wir es, weil die Idioten es zelebrieren und deswegen müssen wir wissen, dass die Zahl bla bla bla. Aber meine Güte, 420 Leute, das ist eine gute Zahl. Das soll eine gute Zahl sein. Steht für Freiheit und keine Ahnung, Gras. Lucy, du bist ein Shiny Emolga. Für Freiheit vielleicht. Danke, Gitemio, dankeschön. Für Druffheit. Du musstest es auch in der Schule lernen? Ich habe das nie gelernt. Ich verstehe auch nicht warum. Okay. Wollte es eigentlich auch so wie du machen, alle vom ersten Fundort, außer weibliche und Formen. Da ich aber keinen DS habe, wo ein GBA-Cartridge-Slot hat, habe ich nicht die Möglichkeit. Deswegen fragte ich, ob es dennoch zählt. Das musst du sagen, ob das zählt. Ich bin nicht der Hüter des Origin Decks, auch wenn viele mich so sehen. Origin Decks ist nicht mal meine Idee. Der Pokédex, das ist alles... Dem Internet gehört das. Uns allen gehört das. Du sagst, wie du das machen willst. Aber wenn du mich fragst, und das tust du ja gerade, sage ich, natürlich zählt das nicht. Aber ich will dir auch nicht sagen, geh jetzt gefälligst ein DS kaufen und alle Spiele und gib all dein Geld aus, damit du ein Pokémon fangen kannst in Gen 3 und nicht Gen 6. Das wäre doch kacke, wenn ich dir das jetzt vorschreiben würde. Aber mein Origin Dex muss jedes Pokémon aus der Gen haben, wo es das erste Mal vorkam. Aber nicht jeder hat 40 bis 60 Euro Days. Und kann ich einfach sagen, yo, gib doch einfach 60 Euro aus für ein DS. Was hast du denn? Bist du Geringverdiener oder was? Was soll denn das? Für manche Leute ist halt 5 Euro schon viel. Was klar ist, ne? 5 Euro können viel sein, können Unterschied machen.
Aber falls ihr 5 Euro habt, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr sie ausgeben würdet für ein, für 5 Überraschungseier. Damit ihr Spaß, Freude und Überraschung habt. Wie, du überprüfst am Ende nicht unsere Pokédexe und stellst uns kein Zertifikat aus? Ich will immer noch das irgendwann machen. Aber es macht keinen Sinn. Es ist einfach zu viel Probleme entstehen dabei. Ich will einen Service erfinden, der Shinies überprüft und ein Zertifikat ausstellt. Aber sobald du anfängst, so ein bisschen da so Löcher reinzupoken, so überlegst, so, die Hölle. Selbst so erfolgreiche Unternehmen wie WATA oder wie heißen WATA und hier VGA und was nicht alles, der Shitstorm, den die immer bekriegen und sowas, und das sind riesige Unternehmen inzwischen, die das professionell machen. Und dann komme ich daher und sage, ey, schick mir bitte einen Screenshot von deinem Shiny und dann kriegst du von mir ein Zertifikat. Ja, genau. Aber es wäre schon cool, finde ich, wenn man dann so ein haptisches Objekt bekommt, das man sich so hinstellen kann, wo drauf steht Shiny Deoxys 1:8192 in Feuerrot nach 3000 Resets. Und dann hast du so eine Plakette. Ich fände es halt cool, diese digitale Ebene in was Physisches umzuformen. Aber der Scam ist vorprogrammiert. Für 5 Euro bekommt man gut 2 Ü-Eier. Die Welt geht im Bach runter. Eine D-Mark, ein Ü-Ei. Es sollte einen Index geben, so wie beim Big Mac Index. Es gibt ja den Big Mac Index, woran man quasi den Wohlstand, oder was sagt man Wohlstand? Woran man den BMI, das ist wie was anderes, woran man den Wohlstand eines Landes messen kann. Ü-Eier brauchen das. Oder Döner. Du hast noch nie vom Big Mac Index gehört? Doch, doch. Google. Big Mac Index. Das ist ein offizielles Ding, woran man sieht, weil der McDonald's ihre Produkte immer verpreisen, nachdem halt wie das Land dasteht. Wie heißen die Begriffe dafür? Ich bin so kack in sowas. Wirtschaftler. Big Mac Index. Global Price of Big Macs of January 24. 8 Schweiz! 8. Das höchste ist Schweiz mit 8, Norway 7, Uruguay auch 7, die 3 teuersten Länder. Schweden 5,8, Costa Rica 5,7, United States 5,6, Dänemark 5, wo ist Deutschland? Japan 3,0. Wo ist Germany? Nirgendwo. Sind wir so billig? Klasse, Deutschland ist nicht mal unter den Top. Wir werden gar nicht aufgelistet. Okay. Auf jeden Fall. BIP. Genau, der Barbecue in Person. Bruttoinlandsprodukt, wahrscheinlich, ja. Da ging es nicht um Euro. Das waren, ich weiß nicht, was die Einheit gerade war. McDonald's in Japan war cool. Also es war exakt genauso das Erlebnis dort, aber es kann natürlich auch sehr Placebo sein, aber es hat besser geschmeckt. Die waren auch schöner gemacht. Du hast nicht so ein zerdrücktes irgendwas gekriegt, sondern es war wirklich halt mit Vorsicht gemacht. Ich glaube, die Liste hat keine Einheit. Es ist ein Index.
Wenn ein 99 Kilogramm Mensch ein 1 Kilo Big Mac isst, ist er dann zu 1% ein Big Mac? Yep. Ist doch gar keine Frage. War jemand schon in Thailand? Bei McDonald's? Ich war schon in Thailand, aber ich weiß nicht, ob ich da bei McDonald's war. Wenn, dann war es kein einschneidendes Erlebnis. Warum, was soll da sein? Wenn ihr das meint von wegen so schwarzen Burgern und sowas, das ist, ja, die gibt's dort, aber das waren, wenn, dann dort so Events, wie es auch hier halt Promo-Aktionen gibt in Deutschland. In Japan gibt's nicht immer einen schwarzen Big Mac. Aber es gibt so, ich glaube, es gab, was war das? Irgendwas war in Japan, was Standardmenü war, was bei uns kein Standardmenü-Item wäre. Ich glaube, so eine besondere Apfeltasche war das. Font und Logo der japanischen Feuerrot und Blattgrün sehen bei weitem besser aus als unsere deutsche Version, stelle ich gerade fest. Alle Cover von Spielen aus Japan von damals sahen so viel besser aus. Schaut euch GameCube-Spiele an aus Japan, schaut euch N64-Spiele an aus Japan. N64-Spiele waren damals schon hochkant. Die Verpackung war hochkant, was so viel cooler aussieht. Alle. Egal, da war ich auch in Japan in einem Retro-Laden und die Treppe zu dem Retro-Laden hoch war voll mit Postern von alten Spielen. Oh. Allein das Pokémon Snap-Cover sah so cool aus. Oder da war so ein Surfer-Pikachu drauf und es war alles blau, so eine riesige Welle und da war ein Surfer-Pikachu drauf und ein Pokémon Snap drüber auf Japanisch. Und fertig so. Viel cooler. Kannst du Japanisch? Arigato, CC, Senor. Nein. No, no, no. Oder wie man auf Japanisch sagt, Ie. Ich glaube, niemand sagt Ie, weil es unhöflich ist. Früher war alles besser. In Japan? Nein. Ich habe ein paar japanische Spiele und die Cover sehen alle besser aus. Ja, allein das. Natürlich sieht es cooler aus. Alles sieht cooler aus. Selbst hinten. Alles sieht cooler aus, Mann. Was ist das? Ah. Nein! Ihr seid schuld. Allein Pokémon Stadium sieht so viel cooler aus. Wie sieht unser Pokémon Stadium Cover aus? Das ist halt Pokémon Stadium 0, das gibt's gar nicht in Deutschland. Das bleibt jetzt liegen. Die haben eine Bacon-Potato-Apfeltasche. Hast die japanische Version selber durchgespielt und dann via Epilog kopiert? Genau. Ich habe es noch nicht mal durchgespielt, das wäre ein Riesenunterfangen gewesen. Das ist der Spielstand, den ich auf einem Spiel bekommen habe. Das war auf einem von den Spielen war halt ein komplett durchgespielter Spielstand. Wenn ihr da auch mal in die Box reinschaut, die ist sortiert nach Farbe. Oder nach Typen wahrscheinlich, weil alle Feuer-Pokémon sind rot. Aber da ist eine Box nur mit Feuer-Pokémon, nur mit Elektro-Pokémon und so. Das ist voll der krasse Spielstand. Und den habe ich einfach genommen und kopiert. Wie hast du das Aurora-Ticket für die Spiele vorher erhalten? Hier in Feuerrot und Blattgrün. Auch Pomeglitch geht genauso. Funktioniert nur leicht anders. Pomeglitch. Ja, Pokémon Stadium. Die Kristallkarte hat hinten das Suicune-Kristall drauf. Ja, aber nur das japanische, genau. Das japanische Kristall hat tatsächlich auf der Cartridge einen Kristall drauf. Auch die DS-Hüllen damals waren in Japan geiler, warum auch immer. Bei uns waren die ja voll fettbreit. Die japanischen hatten schon eher so ein Format wie die 3DS-Games. Echt? Aber das kann auch gar nicht sein, weil der DS ist nicht region-locked. Das würde ja bedeuten, wenn die breiter sind, dass... Oder meinst du nur das Design da drauf? Aber wenn die breiter sind und sowas, würdest du ja gar nicht reinkriegen in unseren DS.
Aber tut man ja. Tausend und vier. So, wir haben 1000 Resets in genau 2,5 Stunden geschafft. Und ich mache langsame Resets. Das heißt, 2 Stunden 30 sind 120, sind 150 Minuten, 150 durch 1000 durch 150. Sechs Minuten? Das kann nicht sein. Warte, was? 2 Stunden 30 sind 60, 60, 120, 150. 150 Minuten. Ich habe 1000 Stück. 150 geteilt durch 1000. Ach so, 150 geteilt durch 1000, 0,15. 0,15 Minuten pro. Das habe ich gerechnet gerade. 0,15 pro. Und das sind wahrscheinlich 20 Sekunden ungefähr. Aber mehr, weil ich dauernd Pausen mache. Dankeschön, Lucy. In der DS-Zeiten gab es noch die Heftchen, ja. Da ist keins drin. Doch. Na. Hier ein Ranger. Ranger. Ein fettes Buch einfach. Bei was merke ich das? Ich muss gerade überlegen, als ich... Weil diese Bücher haben eine coole Sache, dass es im Spiel kein Tutorial gibt. Weil alles steht in den Büchern. Du startest einfach das Spiel und es geht los. DS ist da sogar eigentlich noch so... DS ist da eigentlich schon so, dass es im Spiel noch Tutorials gibt, wie hier. Ne? Am Anfang sagt der Professor... Oder in Gen 4 sagt der Professor, yo, soll ich dir Sachen erklären? Und dann kannst du da auswählen, dann erklärt er dir das. Aber in ganz alten Spielen, zum Beispiel, ich habe letztens mal ein Spiel angetestet, was immer alle gesagt haben, oh ja, oldschool, so geil. Ah, wie hieß das? N64-Spiel, wo du so einen komischen weiblichen Roboter spielst und die kann so ein bisschen rumfliegen. Einen komplizierten Namen. Das habe ich mal letztens hier ausprobiert. Das hatte ich als Kind nie. Schreckliches Spiel. Ich konnte es nicht lange spielen. Mischief Makers, genau. Mischief Makers. Mochtest du Mischief Makers? Ich war... Hä? Fand es voll schwer. Steuerung komplett schrecklich. Ugh. Und da war es halt wirklich so. Du startest das Spiel und dir wird nichts erklärt. Du kriegst so ein bisschen Story, aber dir wird nicht erklärt, wie die Steuerung funktioniert. Gar nichts. Und da wird halt wirklich von dir erwartet, dass du das Benutzerhandbuch durchliest, was beim Spiel dabei war. Aber wenn du das Spiel damals schon gebraucht gekauft hast, vielleicht hast du kein Benutzerhandbuch und du verstehst nichts, ey. Deswegen eigentlich macht es schon mehr Sinn, ein Tutorial im Spiel zu haben. Was heute komplett normal ist. Du hast ein ganzes Handbuch, beziehungsweise durch die Story werden dir auch Sachen erklärt, aber damals... Du wirst ins Spiel geworfen und es wird von dir verlangt, dass du das Buch liest, was mit beigelegt wird. Aber dieses Büchchen ist halt auch ein cooles, haptisches Ding einfach. Aber ich war komplett verloren. Ich habe nichts gecheckt, was ich in Mischief Makers machen muss. Das, was ich gecheckt habe, fand ich echt anstrengend. Damals war es cool, ja. Damals war auch GoldenEye cool. Und heute rastet man aus, wenn man das spielen muss. Toasty, du bist ein Sproxy. In DS-Höhlen konnte man auch GBA-Spiele tun. Ja. Kennst du es nicht, Days? Hier, packen wir es nochmal aus. Oder das andere.
Advanced-Spiel, DS-Spiel. Da kannst du ein Advanced-Spiel reintun. Standard-DS-Verpackung. Hallo, faul Gott. Du meinst die Hüllen. Die Hüllen waren anders von DS-Spielen. Okay, ich dachte die Cartridge. Cool, Sweeney. Ich weiß gar nicht, wie der DSi XL aussieht. Xenoblade jetzt mit den Rätseln hier. Ich bin sehr leicht. Mich gibt sehr, sehr häufig. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr selten. Was bin ich? Könntest du ein Video über den DNS-Glitch für Manafi bei Ranger 2 und 3 machen? Nö. Das kriegst du hin. Geh einfach, mach den DNS-Glitch wie in meinem Video und dann startest du Ranger 2 oder 3. Und dann machst du Geheimgeschehen. Ich muss darüber kein Video machen, wenn du exakt das gleiche machen musst. Du musst nichts anders machen. Du musst nur ein anderes Spiel im DS drin haben. Kapiere ich nicht. Schwierig, ne? Du musst nur das Ranger-Spiel reintun. Wenn du kein Geheimgeschehen hast in Ranger, dann google, wie man Geheimgeschehen in Ranger freischaltet. Ich schätze mal, du musst Ranger durchspielen. DSi XL. Okay, das ist ja einfach ein DSi, nur ein großer. Ja, ist logisch. Ja, ist einfach ein großer DSi. Ja, ja. Liegt mega geil in der Hand, aber er kann keine GBA-Spiele spielen. Wir alle, wenn wir irgendwo was gekauft haben in einem Mediamarkt oder sowas, auf der Fahrt nach Hause, sei es U-Bahn oder Auto, Spiel ausgepackt und das Benutzerhandbuch durchgelesen. Oder dann ist man zu Hause angekommen, aber musste noch auf die Toilette und dann saß man auf der Toilette und hat das Benutzerhandbuch durchgelesen und sowas. Natürlich. Das war die Vorbereitung, wenn man noch warten musste auf das Spiel. Die Rückseite wurde mindestens dreimal durchgelesen, genau. Wusstet ihr, wie knallhart ich es damals hatte? Wir waren im Urlaub in... Weiß nicht. Ich glaube, Kanarischen Inseln. Und dann war da so ein Laden im Hotel... halt Gebiet. Im Hotelgebiet. Und er hat das neu rausgekommene Pokémon Stadium 2 verkauft. Meine Mutter hat den dann so gefragt, mehrmals, wird das auch in Deutschland funktionieren? Weil alles war auf Spanisch geschrieben in dem Spiel natürlich. Und der natürlich, ja. Woher sollte er es wissen? Selbst heute wissen das Leute nicht. Das Pokémon ist ungefähr eine der berüchtigsten Franchises ist, die wirklich nur auf bestimmte Sprachen funktionieren. Und dann bin ich nach dem Urlaub endlich zu Hause gewesen, hab Pokémon Stadium 2 reingetan, hab mich so gefreut und natürlich ging es nicht. Weil es ist eine... Aber ich weiß nicht mehr, eigentlich sollte die N64 hat das wahrscheinlich schon... Ah ja, nee, das Problem war, es ging. Aber man konnte die Sprache nicht ändern. Das war die Frage, die meine Mutter gefragt hat. Kann ich das Spiel auch auf Deutsch spielen? Und er dann so, ja. Natürlich nicht. Aber das Coole war dann, dass dann hat meine Mutter die Nummer angerufen, die auf der Packung hinten drauf stand, die Nintendo- oder Pokémon-Nummer, und hat es denen da erzählt, so von wegen, wir haben es in Spanien gekauft, der hat gesagt, man kann die Sprache ändern.
Und dann haben die tatsächlich, wir haben dann die spanische Version quasi denen geschickt. Und dann haben die, recht schnell ging das, das hat keine Woche, glaube ich, gedauert, hat wahrscheinlich Pokémon Deutschland uns eine deutsche Version dafür zurückgeschickt. Und dann hatte ich das deutsche Pokémon Stadium 2. Es war cool, dass Pokémon das macht. Dieser elendige Verkäufer im Hotel. Unverschämt. Jojo. Aber es war auch dumm von uns, weil natürlich steht auf der Verpackung drauf, dass es nur auf Spanisch ist. Ich glaube, so gut wie auf allen. Damals gab es halt echt einen. Es gab Rayman 2 zum Beispiel, konnte man die Sprache einstellen auf N64. Aber Pokémon war berüchtigt dafür. Oder damals halt noch nicht berüchtigt natürlich, aber heute ist Pokémon berüchtigt dafür, dass man erst ab Gen 6, ne? Ab Gen 6 konnte man erst die Sprache einstellen. Ich muss mir demnächst einen Adapter für SD-Karten holen, für meinen DS, die sind so teuer. Also auch hier wieder, ne? Es kann sein, dass es alles teuer ist, ne, für jemanden, aber ein SD-Adapter, du meinst Micro-SD auf USB, so ein Ding? Und das kostet nicht mehr als 10 Euro. Also es ist nicht die Welt, aber 10 Euro ist natürlich auch Geld, aber das, so ein Ding kostet nicht so, ich glaube 10 Euro, wenn überhaupt. Ein SD-Adapter, meinst du wirklich einfach? Oder redest du jetzt von dem Original Apple Firewire auf, nee, Thunderbolt auf USB SD-Adapter? SD für den DS-Slot, der Lite hat so keinen Slot. What? Dankeschön, Roter J. Was? Gute Verkäufer können dir alles andrehen. Der war kein guter Verkäufer. Denn er hat uns hinters Licht geführt. SD für den DS-Slot. Der Lite hat so keinen Slot. Der hier. Natürlich nicht. Achso, du willst so eine R8-Karte. Meinst du das? Oh, ich hab resettet, fuck. Ach, du meinst ein R8 Cartridge. Die waren aber auch nicht so. R4. R8 ist, glaube ich. Ich glaube, R8 gibt's auch. Du meinst eine Flashcard, genau. Du hast doppelt resettet. Korrekt, korrekt, gut aufgepasst. Wir machen heute so lange, bis ich das Shiny hab. Nö. Interessant, was ihr immer für Sachen behauptet. R8 fahre ich, den piss ich. Das ist doch dein Spruch. Was übrigens mit der GameCube happens? Hast du da irgendwas weiter gemacht? Hast du die Sachen bestellt? Habe ich dir umsonst eine GameCube geschenkt? Sie muss benutzt werden. Habe ich verkauft. Lüg nicht. Spaß, bitte schlag mich nicht. Der Junge ist ja traumatisiert. Ja. Und? Das heißt, du hast nichts gekauft. Das heißt, die wunderschöne GameCube von mir verstaubt irgendwo. Ich habe mir jetzt eine MC gekauft, weil der ja meine von der Wii nicht akzeptiert hat und warte jetzt drauf. Was ist eine MC? MC, Minecraft. Das ist ein Artikel in der Zeitschrift wert. Memory Card. Ah, okay. McDonald's, das ist MCD. Bei Daniela.
Master of Ceremonies. Wie kann ich jetzt schon wieder beim Viertel sein von dem, wo ich gestern war? Bin jetzt schon wieder bei einem Viertel einfach. Aber das ist so eine einfache Shiny-Hand. Kauft euch einfach 4 Gamecubes, 4 Gameboy Player, 4 Gameboy Player Spiele, Wireless-Empfänger, Gameboy Advanced und Wireless-Cartridge. Splitter, Capture Card. Aber dann ist es voll einfach. Pay to win. Pay to win Shiny Deoxys. Verdammt, und dabei werden sie für günstiger auf eBay angeboten. Wo sind die Leute, die sagen, du weißt schon, dass du dir Deoxys einfach in PK Hex holen kannst? Wo sind die Leute? Ihr hättet früher kommen sollen. Ihr hättet nicht so einen Aufwand hier machen sollen. Dass alle 4 Games gleichzeitig resetten, ist auch echt Premium. Spart ordentlich Zeit. Ja. Aber du willst ja nur GBSP kaufen die ganze Zeit, anstatt Gamecubes. Was willst du machen? Gamecubes ist the game. Oh ja, manche haben ihre Gamecubes auch vor sich stehen und dann drücken sie halt 4-mal hintereinander auf den Knopf. Aber das geht auch nicht so gut, weil meine gemoddet sind. Wenn ich auf den Knopf drücke, dann bin ich wieder aus dem Mod draußen und dann... muss ich euch wieder Boobies zeigen, um reinzukommen. Irgendwann werde ich das vergessen, dann werde ich gebannt. Bitte meldet mich bei Twitch, wenn das Spiel rechts oben euch irgendwann Boobas zeigt. Ich hab's verdient dann. Leo in Gen 1 gibt's keine Shinies. Doch, du bist unwissend. Ab welchem Reset kam das erste Deoxys? Bin gerade erst gekommen. Nach 9876 kam das erste Deoxys, das ich gefailt habe. Und dann nach 4319 kam das nächste Deoxys, das ich dann gefangen habe. Warum hast du 3 Chaneres und 1 Bisaflor? Weil ich Bock hab. Die 3 japanischen Spiele sind kopiert, sind exakt die gleichen Spiele. Und links oben ist mein Spiel, mit dem ich Gen 3 Origin Dex gemacht habe. Da habe ich einen Bisaflor. Ist kein Schlafpuder. Man kann Gamecubes auch Controller modden, ja. Ah, das ist cooler, oder? Aber der rote Jay, wie holst du dir die SID? Benutzt du PK Hex? Oder machst du Pomme Glitch, um deine ID rauszufinden? Wie hast du einen Feuerrot-Spielstand in Blattgrün bekommen? Das kannst du einfach machen. Das ist einfach so. Spielstände benutzen versionsübergreifend. Du kannst auch einen Goldspielstand auf Silber machen. Du kannst auch, weiß nicht, ob es heute noch geht, aber wahrscheinlich kannst du sogar einen Kamezin-Spielstand auf Purpur machen. Du musst nichts machen, du musst es einfach nur drauf tun. Anscheinend kennen die Spiele da keinen Unterschied, weil es ist einfach ein Spielstand. Das Spiel ist das Spiel. Der Spielstand ist aber immer der gleiche, egal welches Spiel es ist. Wie heißt du in japanischen Spielständen? Kann jemand Japanisch? Steht es nicht am Anfang von einem Kampf? Nee, ne? Aber was ist die Lösung, Xenoblade? Was ist so leicht und so notwendig?
Leo hätte man ja eingeben können. Ja, aber nee, das mache ich nicht. Weil die japanischen, unsere Buchstaben in Japanisch sehen anders aus als unsere Buchstaben. Das seht ihr auf Pokémon Home manchmal, wenn ihr so Wundertausch viel macht. Die haben, das ist eine andere Schriftart quasi. Also du kannst, ich kann Leo zwar reinschreiben, aber dann ist das quasi, das ist dann weiter oben und die Buchstaben sind noch dünner und weitere Abstände und sowas. Also das ist noch hässlicher. Kira steht da. Sehr gut. Kurkuma, nice. Ja, ich habe mir den Namen Kira gegeben. Macht es Sinn, aber Kurkuma, hast du da ein bisschen Ahnung? Werden so Namen im Japanischen geschrieben? Meine Katze heißt Kira. Meine Schlange heißt Kira. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie ich mich nennen soll. Ich habe einfach Kira reingeschrieben. Im Code vom Spiel, aber was ist mit dem Speicherstand? Ich glaube, Gen 1 bis 5 funktionieren ziemlich safe, dass der gleiche Safe geht auf beiden Versionen. Keine Ahnung. 3DS scheint dann schon komplexer zu sein. Vielleicht haben sie es da geändert, oder vielleicht auch nicht. Du hast eine Schlange? Yep. Ich habe eine Schlange und eine Bartagame. Ach, hier sieht man den Namen. Genau, das sollte Kira heißen. Aber ob das dann eine Bedeutung hat, weiß nicht. Vielleicht heißt das Vollidiot. Ist ein gutes Lied. Schnell weiter. Verdammt, Karma. Es geht nicht weiter. Verdammt. Wo ist mein Spotify? Da. Es gibt halt quasi drei Alphabete. Übernommene ausländische Begriffe schreibt man in Katakana und Leo wäre vermutlich sowas wie Reo. Genau. Ja, das will ich nicht. Deswegen habe ich einfach Kira genommen. Das ist immer der Name, den ich mir gebe, wenn es japanisch ist. In dem Spiel oder sowas. Dachte, es wäre das Original. Anscheinend nicht. Ich bin im Perion-System der Elemente. Helium. Es fängt mit W an. Wasser. Hallo, Ferret. Danke, Kurkuma. Bin ich Avatar? Bin ich Papyrus. Habt ihr gesehen, es gibt jetzt eine Fortsetzung zu Papyrus. Ist nicht schlecht. Nicht so lustig wie der erste Teil. Papyrus. He just put it in bold. Who said Pokémon? Ich weiß es. Aber wisst ihr es auch? Wisst ihr es auch? Lugia? Wo ist da ein Lugia? Ninjatom? Flunschlick? Schaffen wir es jemals, dieses Spiel zu spielen, ohne dass jemand sagt, Pikachu? Schaffen wir es irgendwann einmal, dass ich auf diesen Knopf drücke und jemand schreibt, nicht Pikachu? Wahrscheinlich, wenn es Pikachu ist, sagt niemand Pikachu. Sieht man doch. Meditalis? Purmel? Leute, das ist ein Nebulak. Seid ihr das Wahnsinns? Das ist ein Nebulak. Keiner hat Primarin gesagt. Primarin. Ach, das heißt René. Primarine. Hast du gut gemacht, René. Primarine. Primarine. Keiner von euch hat Primarine gesagt. Primarine. Toll, jetzt werde ich für immer Primarine denken. Heißt hier irgendjemand René?
Was ist 4x4? 16. Prima, René. Pikachu schreibt man T-S-C-H. Pikachu. Prima, René. Wie läuft mein Shiny Deoxys auf Twitter? Ist das schon viral gegangen? Meine unfassbare Reaktion. Oh, tatsächlich gar nicht so schlecht. 700 Leute haben schon gesehen. Was war der Fail? 3,6k, okay. Da muss noch ein bisschen mehr. Ah, es wird niemals den Fail übertreffen. Fails sind immer besser. Sad. What the fuck hast du es vorhin bekommen? Gestern Nacht habe ich einen Deoxys gekriegt. Bei 4319. YouTube, TikTok, Twitter, überall. Discord. Ich glaube, ich bin Wasserstoff. Okay. Sehr schlechtes Rätsel, Xenoblade. Und jetzt komm nicht mit mehr. Das beste Rätsel ist immer noch... Nee, ich fange gar nicht damit an, sonst... Nee. Herzlichen Glückwunsch. Danke. War nicht schwer. Ich habe A gedrückt. Sehr viel. Sehr lange. Nicht mal sehr lange. Nur sehr viel. Juhu. Juhu. Deswegen geht's nicht. Wenn ich alle Deoxys habe, dann müssen wir in Entei reingrinden. Und dann, glaube ich, mache ich Giratina auch mit 2 DS-Systemen. Zweimal in Platin. Oder eins in Platin, eins in Diamant oder so. Aber dann ist es halt ein anderes. Im Endeffekt ist es egal, ob es Origin-Form ist oder normal. Es wäre ein bisschen cooler, zwei verschiedene dauernd zu sehen. Weil der Reset wäre, glaube ich, der gleiche. Einfach davor stehen, A drücken, Soft Reset. Und man sieht halt jedes Mal ein anderes Giratina. Wäre, glaube ich, cooler. Verliert eh die Form. Ja, aber trotzdem habe ich es gefangen als Origin-Form. Kannst du mal zeigen, welche Shinies dir noch fehlen? Außer sein Shiny Decks. Mir fehlen noch über 300. Ne, 200. Oh. Mir fehlen noch über 200. Wie soll ich die dir aufzählen? Also. Taubsi. Ne, Taubsi habe ich. Was ist denn das erste, was mir fehlt? Ich glaube, das erste ist tatsächlich Zapdos. Ich glaube, ich habe in Gen 1 alle. Und Zapdos ist das erste, was mir fehlt, glaube ich. Ich glaube, ja. Echt, fehlt mir in Gen 1 nur noch Zapdos. Wo machen wir denn dann Zapdos? Nein, nicht in Gen 1.
Ich will Smash spielen. In Let's Go. Tatsächlich wäre Let's Go cool, weil es ist wirklich ein Reset. Und es geht schnell. Und die Animation ist cool. Das Zapdos sieht cool aus. Außer hat dann dieses hässliche Herkunftssymbol von Let's Go. Wer will das denn? Düne-Abenteuer dauern halt lang. Aber sind dafür 1 zu 100. Aber man kann es halt auch hier machen. Hier gibt's auch die drei Vögel, ne? Ich meine, irgendwie muss ich ja die vier Gamecubes ausnutzen. Vielleicht suche ich einfach Zapdos hier. Ich glaube, hier ist die Wahrscheinlichkeit mit den vier Bildschirmen besser als in Let's Go und Zapdos zu finden, oder? Generates beste Wahl. Ja. Was ist das Herkunftssymbol von Let's Go? Pikachus Kopf. Kennst du nicht? So ein Pikachu-Kopf. So wie dieses 25-Jahre-Symbol. Nintendo, jetzt verstehe ich es erst, Zelda Stan. Nintendos liebste Tastenkombi, Steuerung C, Steuerung V. Meine Select ab B. Tatsächlich ist es hier zumindest in Gen 3 und in Gen... Nee, in Gen 3, in Gen 4 ist es dann RL AB. Hier ist es AB Start Select. Kann man Zapdos in Let's Go nicht verbessern? Ich weiß, ich frage das jedes Mal und jedes Mal vergesse ich eure Antwort. Wie wär's mit leuchtende Perle? Brother, Brother, Hallo, Hikaru Miyamoto, hallo. Wie geht's dir? Mir geht es fabulös. Ich habe gestern Nacht mein zweites Deoxys gefunden. Genau genommen mein drittes. Aber eins haben wir nicht gefangen. Oder ich nicht gefangen, aber ihr seid da genauso drin wie ich. Ah, Radfratz und Radikal fehlt mir in Gen 1. Genau, weil SD einfach... Die gibt's in BDSP. Ich habe Radfratz in BDSP drin, was ich irgendwann brüten will. Aber dass mir Radfratz einfach in Shiny fehlt, ist schon komisch, oder? Aber Radfratz wurde in den... an allen Spielen, außer im Remake von BDSP, einfach vergessen. Radfratz einfach komplett auf der Switch unterrepräsentiert. Außer in Remakes. Aber in den zwei neuen Spielen, oder drei Legends Arceus, gibt's keinen Radfratz. Aber Alola Radfratz fehlt mir auch. Du kannst ja in Let's Go den Dex voll machen mit Schillerpin, dann in den Hard Encounter gehen eventuell. Das ist meine Frage, würde der Schillerpin... Ich habe einen Schillerpin in Let's Go. Würde der Schillerpin bei Zapdos was bringen? Select AB ist den Spielstand löschen, genau. Wegen Manaphy? Ja, aber das ist cooler. A, B, Start, Select ist cooler. Shiny bei 1280. Schon, gell? Schillerpin, Zapdos, 1280. Das heißt, es wäre genauso wie hier gerade das Deoxys. Weil 8192 durch 4 ist ja auch ungefähr 1280. Ungefähr. Ich hab schon wieder dauernd den Daumen auf Start und Select. Ich muss ihn da runter tun. Es ist gefährlich. Mir darf das nie wieder passieren. Zumindest nicht bei Deoxys. Daumen runter. Die Daumen gehen schneller als der Gedanke. Als der Mind.
Meine Fresse, ist Discord nervig? Mehr muss ich nicht lesen. Das Manafi-Bild ist auf dem Discord. Basti hat es geschafft. Und jetzt wird analysiert. Das ist ein Level 1 Manafi aus einem Ei, korrekt. Da steht zwar nicht deine OT, aber... Es ist immer so blöd, so. Ich will gar nicht sagen, so, von wegen, ich glaub dir nicht oder so. Aber weißt du, es gibt so viele Leute, die die ganze Zeit hier Bullshit erzählen. Und ich will auch nicht anfangen, jedem die ganze Zeit zu gratulieren, weil dann erfinden noch mehr Leute Bullshit, vor allem Kinder. Ich will auch, dass er danke, dass er sagt, herzlichen Glückwunsch. Es ist halt einfach schwer zu glauben, dass ein Shiny so früh kommen kann. Aber natürlich kann ein Shiny so früh kommen. Deswegen, Basti, wenn das deins ist, dann herzlichen Glückwunsch. Was auch immer, was hattest du denn für ein Setup, um das Manafi zu kriegen? Weil ich wäre tatsächlich, wobei, ich fände es eher geiler. Aber ich wäre halt sauer, wenn ich 4 Ranger-Spiele durchspiele und dann kommt es einfach so früh. Dann fühlt sich so, nee, es wäre schon geil. Es wäre schon geil gewesen. Es wäre immer noch geil. Aber es ist so, weißt du, wenn hier jetzt sofort das Entei und was nicht alles gekommen wäre, dann wäre ich so, wow, warum habe ich mir jetzt 4 Gamecubes geholt? Auf der anderen Seite, deswegen hat man sie sicher geholt. Prima, René. Na toll, prima, René. Hab eins mit OT hinterhergeschickt. Der Basti, 42144. Damn. Aber wie hast du es gemacht? Was war deine Strat? Ich habe länger für die 4 Eier gebraucht als für den Shiny Hunt. Also hast du es mit 4 Ranger Eiern gemacht? Schau. Ist das nicht gemein? Aber herzlichen Glückwunsch. Du kannst es halbwegs nachweisen. Der Kalli, warst du dabei? Du, alles gut, alles gut. Es ist auch hauptsächlich wichtig, dass ihr glücklich seid. Und nicht irgendein Typ im Internet. Aber herzlichen Glückwunsch. Das ist richtig krass. Ich hoffe, du weißt, wie unfassbar krass das ist. Ich muss dir jetzt ein neueres, besseres Rätsel ausdenken. Nein, musst du nicht. Wir brauchen keine Rätsel. Sally, hallo. Und Meguminar, du bist ein Tough-Vogiter. So tough. Und wir haben eine Fusion. Und zwar 141 und 212. Irgendwie sieht es einfach richtig aus, oder? Das könnte ein mega Kabuto sein. Wenn es nicht so ähnlich zu Xerox aussehen würde, aber... weil Kabuto hat, glaube ich, keinen Mega, ne? Nee. Kabuto könnte sowieso mal, finde ich, eine Entwicklung bekommen. So wie Xerox. Aber das sieht cool aus. Das sieht sogar ziemlich... als würde es wirklich existieren aus. Die Clown weiß ich nicht. Es ist ja ein Xerox. Ein Kabu-Sherx. Ein Kabu-Rox, wenn dann. Kabutops? Habe ich die ganze Zeit Kabuto gesagt? Ja, Kabutops, natürlich. Itako, du bist ein Veluminas Dingens. Voluminas. Son Semi bereitet gerade seine Manafi-Eier vor. Sehr, sehr gut. Ich habe meine Spiele beschriftet dafür. So A, B und so, aber am Ende war das total unnötig. Weil du wirst ja nie wieder zurückübertragen.
Kangama bräuchte eine Vorentwicklung. Was wäre das dann so? So? Aber irgendwie muss es ja was damit zu tun haben, dass es dann ein Kind kriegt, oder? So ist es dann so ein flirty Ding? So quasi so ein Teenager, was so richtig aufgebrezelt in den Club geht? Und dann, whoops, schwanger! Dann ist es das traurige Kangama. Nein, ist nicht traurig. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Was wollte ich? Ach ja, Musik. Kangi Mimi. Kangi. Kango? Mama. Der Boss. Du bist ein Gold King. Kangama bräuchte eine 1% Chance mit Zwillingen. Oh, das wäre cool. Das wäre halt echt cool. Man entwickelt es dann mit dem Schwangerstein. Ich glaube, da gibt es andere Begriffe für. Wie pflanzen sich Kangamas fort, wenn es nur weibliche gibt? Das könnte man auch sich überlegen. Ein männliches Kangama. Eine regionale Form. Und die Lore ist dann, dass einmal im Jahr begeben sich Kangamas oder männliche Kangamas auf eine riesige, oder wahrscheinlich die weiblichen begeben sich auf eine riesige Wanderschaft durch die ganzen Länder, um dann in die eine Region zu kommen, wo das männliche Kangama existiert. Kangappa. Miltank, aber bei Miltank ist es ja Tauros inzwischen. Tauros ist das Pendant zu Miltank. Und dann gibt's auch noch Bisofunk. Aber Kangama hat nix. Also warum nicht ein regionales Kangama-Männchen einführen und dann ist die Lore, dass sie immer so eine Wanderschaft machen, um Babys zu machen. Aber Zwillinge wären tatsächlich cool. Ah, man könnte so viel machen, ne? Es gibt doch Ditto, also braucht es keine Männer. Ich weiß nicht, ob die Ditto-Fortpflanzung in der Wildnis auch passiert. Ich glaube, das ist eher so eine Sache, die Menschen erfunden haben und ausnutzt. Aber ich glaube, gibt es im Anime oder im Manga irgend so eine Liebesgeschichte zwischen einem Pokémon und einem Ditto? Das ist schon lustig. Seitensprung von Nidoking, stimmt, Nidoking könnte machen. 100% männlich. Du kannst immer sagen, es gibt genug Tiere, die ihre Geschlechter ändern können, um sich selbst und sowas. Es gibt genug Tiere, die sich selbst befruchten können. Kannst du immer benutzen. Vor allem ist es eine erfundene Welt. Warum können Kangama-Babys nicht einfach entstehen? Ich meine, habt ihr schon mal überlegt, wie Goron sich fortpflanzen in Zelda? Da gibt's auch Lore dazu. Weil es gibt nur männliche Goron. Wo sind die Mamas? Was sehe ich da? 4 Deoxys, oh lala, doch leider da ist keine Scalps, lass uns doch weiter den Held. Ist das Englisch? Gibt hier auch noch männliche Knogger? Stimmt, weil das Baby von Kangama sieht ein bisschen wie ein Dragosso aus. Es ist zumindest ein kleiner Dino. Bis Gen 2 gab es ja noch keine Eier, also maybe erfahren wir es in Gen 15. Ja. Werden die nicht aus Felsen geboren? Ich erinnere mich nicht komplett, aber soweit ich glaube, Männchen kriegen einfach, wenn sie quasi, die kriegen einfach irgendwann Männer. Die Goronen kriegen einfach irgendwann Nachwuchs und zwar auf ihrem Rücken ist dann diese Hubbel. Ein Hubbel wird dann quasi zu einem Baby und springt dann so weg und dann ist es so ein kleines Baby. Irgendwie so war das doch, dass die Warzen auf dem Rücken werden dann zu Eiern oder halt zu Babys und dann... Ich meine, das ist nie in Spielen vorgekommen, das ist nur so...
Background-Lore in irgendwelchen Texten oder so, dass man das, glaube ich, mal lesen kann. Knorga und Kangama teilen sich die eigene... Ich meine, es kann sein, oder? Hauptsache, das Weibchen ist groß. Hallo, Pictolator. Ist das dann nicht Kannibalismus, wenn die Steine fressen? Ich meine, wir essen auch Säugetiere. Menschen essen auch Säugetiere, sind wir jetzt auch Kannibalisten? Kannibalisten. Kannibalen. Kannibalen in Zivil. Pictolator, dankeschön für 14 Monate. Und wieso zum Teufel habe ich Thony Psychedelics Tipp vor 2 Stunden übersehen? Weil ich lange nicht mehr nach links geguckt habe. Thony, bist du noch da? Der Idiot, der asoziale, abgehobene Streamer hat deine Donation verpasst. Ich glaube, du hast über Cannabis geredet. Ja. Aber Xinso, vielen Dank für deinen allerersten Prime. Dankeschön. Das wärst du ja nur, wenn du einen anderen Menschen essen würdest. Eben. Wer sagt denn, dass Steine Goron sind? Goron sind ein Steinvolk. Aber vielleicht sind Steine die Übergruppe. So wie Säugetiere. Und sie gehören einfach zu der Art der Säugetiere, zu der Art der Steinen. Wenn sie Steine essen, heißt es nicht, dass sie Kannibalen sind. Nur wenn sie andere Goronen essen, heißt es, dass sie Kannibalen sind. So wie wenn wir andere Menschen essen. Aber wenn wir Säugetiere essen, sind wir keine Kannibalen. Weißt du? Macht schon Sinn, wie ich das sage. Es macht schon Sinn. Das müssen wir einfach Aeuma oder wie heißt der Mario-Erfinder? Wie heißt der? Weil der hat auch Zelda erfunden. Namen. Wer ist unser Nintendo-Oberhaupt? Meister Mario? Konnichiwa, everybody. Miyamoto. Vielleicht hat wir müssen Miyamoto fragen, was er sich bei Goron gedacht hat. Wobei wir wissen nicht, wer die Goron erfunden hat. Miyamoto. Goron gab es nämlich, glaube ich, nicht im ersten Zelda. In welchem Zelda gab es das erste Mal Goron? Es gab im ersten Zelda, also reden wir mal nicht von allerersten Zelda, reden wir vor allem von A Link to the Past. Selbst in A Link to the Past gab es, glaube ich, keine Goron. Es gab Zoras, die waren aber böse. Gab es da schon Goron? Vielleicht OOT? Ich meine, OOT war nach A Link to the Past und ich glaube, in A Link to the Past sind keine... Ich meine, da sind vielleicht so Gesteinsmonster, vielleicht zählt es schon als Gorone. So wie halt die Viecher im Wasser, diese Fische waren halt böse Zoras, die Gegner sind. Vielleicht gab es ja, es gab ja schon so Stein, runde Steinmonster in A Link to the Past, glaube ich. Vielleicht waren das einfach Goron. Inso reicht, sorry. Danke Inso für deinen Prime. OT haben Goron. Ja, ja, das ist klar. Da gibt es ein Spiel davor, was Goron hat. Was ist mit Link's Awakening? Das ist, glaube ich, vor OOT, oder? Link's Awakening? Das ist Game Boy Color. Bei Zelda kann man ja nach Timeline nochmal eigene Laws bilden. Laws, Gesetze. Hast du Shiny Jirachi schon? Nein. Das ist das zweitnervigste nach Manaphy dann. Vielleicht habe ich bis dahin aber auch das Pokémon Go Jirachi. Ich habe schon 3 beste Freunde und mein FM ist jetzt auch schon bei 3 Herzen. Mir fehlen nur noch 100 Herzen. Dann habe ich 4 beste Freunde in Go. Aber selbst wenn, will ich dieses Go-Shiny irgendwann ersetzen. Aber wenn ich das Go-Shiny hätte,
hätte ich wahrscheinlich noch weniger Lust, ein richtiges Jirachi zu holen. Oder was heißt Lust? Halt weniger Motivation. Warum kann das Franchise nicht Legend of Link heißen? Weil es ein dummer Name ist. Und weil es halt immer irgendwie um die Legende um Zelda geht und nicht um Link. Link ist nur der Held. Die Legende und so geht immer um... Wobei es geht meistens um beide. Weil sie sind beides ja immer wieder Reinkarnationen, die quasi dazu verflucht sind, Ganon zu besiegen. Das heißt eigentlich, die Legende ist zwischen Zelda, Link und Ganondorf oder Ganon. Das ist eigentlich die Legende. Es sind immer die drei. Es gibt natürlich auch Spiele, wo es die drei nicht alle gibt. Warum heißt Half-Life eigentlich Half-Life? Ich habe Half-Life nie gespielt, aber gibt es einen Grund, warum Half-Life Half-Life heißt? Geht's da um Uran oder sowas, was Halbzeit hat? Wie heißt es? Gibt es einen Zelda-Teil ohne Zelda? Ja, einige. Nicht einige. Link's Awakening hat kein Zelda. Majora's Mask hat quasi auch kein Zelda. Sie kommt ganz am Anfang einmal kurz als in der Cutscene vor, weil halt kurz gesagt wird, was vor Majora's Mask passiert ist. Und da sieht man kurz Zelda. Aber in Majora's Mask Zelda selber kommt keine Zelda vor. Sonst weiß ich gerade nicht. Sonst gibt es, glaube ich, immer Zelda. Es geht tatsächlich um die Halbwertszeit. Cool. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe es auch nie gespielt. Hallo, Maure Dieben. Zelda ist durch das Blut aber immer eine echte Nachfahrin. Zum Held kann jeder werden. Stimmt. Eigentlich ist das in Wind Waker auch so mit Tetra. Ist Tetra auch? Ja, wahrscheinlich über 100 Generationen hinweg ist sie auch dann das Blut von Zelda. Das königliche Blut. Shiny Darkrai kann man aktuell nur in BDSP handeln, oder? Yep. Aber du kannst es auch in Gen 4 selber handeln. So oder so brauchst du die Mitgliedskarte. Du hast jetzt eine japanische Diamant und Perl. Was machst du damit? Frisch geduscht, wieder da. Sag mal, hast du jeden Tag um die gleiche Uhrzeit deine Duschzeit, Xenoblade? Jeden Tag duschst du? Leute, duscht ihr alle jeden Tag? Eure arme Haut. Ich frage mal so, wer duscht hier nicht jeden Tag? Wer ist ein kleiner Schmutzfink wie ich? Sicherlich jeden Tag? Oh, au, 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 au. Au, 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 au. Ich habe mich steckt im Erdtrog. Jeden zweiten. Alle zwei, drei. Jeden zweiten. Jawohl, jawohl, jawohl. So muss das, so muss das. Jeden zweiten. Sehr gut. Zählen Schwammbäder? Meinst du Schwimmbäder? Und du hast dich nur verschrieben? Ach, Schlamm. Du hast dich verschrieben, aber nicht Schwimmbad, sondern Schlamm. Nein. Muss ich leider, sonst wird mir das Handy weggenommen. Oh. Und sag, da hat so ein Pokémon-Streamer im Internet gesagt, dass Duschen jeden Tag schlecht ist. Aber es kann auch sein, dass du jeden Tag so krass dreckig bist, dass du dich duschen solltest. Da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber ich muss nur alle zwei, drei Tage duschen. Und seit ich das mache, was ich schon seit ein paar Jahren mache, aber seitdem ich das mache, meine Haut so viel besser. Weniger Pickel, weniger alles. So viel besser. Aber ich stink auch nicht. Ich habe auch seit Jahren keinen Körpergeruch mehr. Warum auch immer. Ich baden in der Badewanne. Jeden zweiten Tag mache ich dann mal. Ich habe als Teenager oder als Kind habe ich sehr viel gebadet. Inzwischen
habe ich keinen Bock mehr in meinem eigenen Sud zu liegen. Vielleicht mal zu Ostern. Den einzigen Sport, den ich treibe, ist Schach im Verein. Ja, und solange du da nicht irgendwie nach dem Schach mit Leuten im Schlamm dich suhlst, finde ich es krass, jeden Tag zu duschen. Aber es, ich weiß nicht, ich habe früher auch jeden Tag geduscht. Aber da hatte ich auch das Gefühl, es jeden Tag wirklich zu brauchen. Ich meine, wenn man sich dreckig fühlt, sollte man duschen. Aber ich fühle mich nicht dreckig. Das Bällebad zählt nicht. Im Gegenteil. Was habe ich da gesehen? Was war das? Wahrscheinlich war es nur ein TikTok oder so, aber... Nee. Das war bei Meat Canyon. Papa Meat, der hat so die ganzen McDonald's-Skandale in diesen riesigen McDonald's-Spielplätzen so mal... ist er durchgegangen. Und anscheinend dieses Bällebad bei McDonald's haben dann damals Hygiene... irgendwas halt überprüft und es war abnormal, was diese Bälle für Keime enthielten. Es war anscheinend richtig übertrieben krank, weswegen die dann immer diese Bäder wieder zumachen mussten, weil die so übertrieben voller Keime waren, weil da einfach kleine Kinder reingepisst, reingekackt, was nicht alles haben. Aber ich war echt, als Kind habe ich immer von diesen Bällebädern geträumt, aber die gab es irgendwie nie, wo ich war. Ich war nie in solchen Bällebädern. Vielleicht besser so. Bei Max gab es Bällebäder. In Amerika auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob in Deutschland. Aber ja. Bin harter Schwitzer. Nicht nur in Pokémon. Auch im echten Leben. Vielleicht ein bisschen zu much TMI jetzt, aber ich habe auch früher extrem viel geschwitzt. Und nicht mal von Hitze oder sowas, sondern ich glaube Nervosität. Und dann bin ich zum Hautarzt gegangen. Die hat gesagt, da gibt es eine sehr gute Methode, um das loszukriegen. Und zwar... ich habe den Namen vergessen. Deo. Nein. Yes. Einfach aufhören. Einfach besser sein. Nein. Yes. Wisst ihr nicht, was ich meine? Faltenwerkzeug, wer heißt es? Antitranspirant? Nein. Ich rede von was Krassem. Nicht nur einfach Deo. Wer heißt es? Hyaluron? Nein. Alles in deinem Kopf? Nein. Botox! Dankeschön. Ja. Und dann wurde mir Botox in die Armbeuge, in die Achsel gespritzt, was schrecklich schmerzhaft war. Und sie hat am nächsten Tag, bin ich dann wieder hin, und sie hat sich's angeguckt und hat gesagt, sie haben aber blaue Flecken. Ich habe sie ja richtig malträtiert. Ich so, ja, es tat auch richtig weh. Echt jetzt? Ja, kannst du googeln. Botox ist die wohl... wirksamste Methode und auch beste Methode, um extremen Schweißausstoß wegzukriegen. Weil du betäubst die Nerven da drin und die schalten dann, also die machen dann keinen Schweiß mehr. Und seitdem ist es weg. Und eigentlich muss man das anscheinend, je nach Patient, alle halbe Jahre wiederholen. Lecker Nervengift. Ja, besser als wenn du, keine Ahnung, Blei oder was nicht alles aus irgendwelchen Tuben auf dich drauf sprühst. Und inzwischen ist es war vor, keine Ahnung, habe ich das gemacht, vor über 10 Jahren habe ich das gemacht. Und ich glaube einfach, das war so ein Kickstart für mein Gehirn, weil es ist, glaube ich, so ein Zyklus,
so ein Teufelskreis einfach. Weil Schwitzen ist ja sehr viel Nervosität. Und das war in der Schule schon so und einfach extrem schwitzen ist ja peinlich. Ne? Wenn du die Arme hochhebst, das ist alles so ein schwarzer riesiger Fleck und so, schrecklich. Oder in der Uni oder wann das war. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis. Es passiert, was dich nervös macht und durch die Nervosität wird es nur noch mehr und so weiter. Und ich glaube, ich war da in so einem Teufelskreis einfach drin. Und dann hat die einfach Botox in meine Achseln reingeballert und es war wirklich weg auf einen Schlag, staubtrocken. Und das hat dann quasi diesen Teufelskreis einfach durchbrochen, dass diese Nervosität dann weg ist, weil du schwitzt und deswegen mehr schwitzt, Nervosität und so weiter. Und seitdem schwitze ich normal. Aber es ist halt kein Wasserfall mehr. Deswegen, wenn ihr da Probleme habt, es gibt für alles eine Lösung. Und wenn es extrem ist, mir hat die dann sogar einen Brief geschrieben und meine Krankenversicherung hat es übernommen. Ich musste nichts zahlen. Aber ich glaube, Botox ist auch nicht so teuer. Ich glaube, 100 Euro, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn es halt so ein Ding ist, was dich einschränkt im Alltag, kann man sogar mit der Krankenversicherung reden. Ja, am Ende ist es nur Placebo, aber am Ende hilft es trotzdem. Placebo ist genauso hilfreich und eine medizinische, keine Ahnung, Vorgehensweise wie alles andere. Ich dachte, Leo will uns zeigen, dass er einen Vogel hat. Nein, pss, pss, Botox. Pss, pss, pss. Rein, in die Stirn. Ich war auch zuerst so, was? Es war schmerzhaft. Ihr könnt euch vorstellen, da unten eine Spritze, da unten in die Achsel eine Spritze reinkriegen und es sind mehrere. Also es wird alles voll gespritzt. Jede wird versucht, alles zu erwischen. Bam, 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 bam. Wie läuft der Regendex Gen 5? Ich warte darauf, dass ich Schwarz-Weiß 2 habe und dann geht's weiter. ...206 und 68. Giga-Chat. Macho-Miesel. Dummi-Mai. Macho-Miesel. Ist kein Pokémon, finde ich. Sieht eher aus wie ein Marvel-Superheld oder so. Oder ein DC, ein Comic-Superheld. Aber, also Pokémon würde niemals so aussehen, glaube ich. Aber es sieht crazy aus. Wie ein ägyptischer Gott, ja, stimmt auch. Ja. So ein Anubis. Noch eher wie Digimon, ja. Ich dachte, die machen alle Spaß. Nee. Tschüss, Zelda, Stan. Stimmt sogar, wie Yu-Gi-Oh! Sieht's noch am ehesten aus. Obelisk der Peiniger, genau. Sind wir denn? 1, 4, 3, 2. Wir gehen noch auf 1500 und dann hören wir auf. Dann esse ich was und dann mache ich weiter. Nee, was mache ich dann? Keine Ahnung. Hallo, Mr. Direct. Hätte meine Frage zu Pal. Was ist Pal? Pokémon, meinst du Legends Arceus? PLA?
Du hast den Shortcut gezeigt von Elite Galagladi. Wenn man vorher schon einmal in diesem Tempel drin war, ist das danach trotzdem noch möglich, da oben am Tempel einen Save zu machen, um dann zu hunten. Wenn man die Frostmap eh resettet, müsste das doch gehen, oder? Es ist sehr lange her. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe das bestimmt aber im Video gesagt. Also mach's einfach so, wie ich es im Video sage. Allerdings habe ich... Hat irgendjemand mal drunter geschrieben vor ein paar Monaten, das geht nicht mehr. Dann habe ich es wieder probiert und ich habe es selber auch nicht mehr geschafft, da hochzukommen. Jemand anderes aber hier im Chat hat mal gesagt, doch, schafft man immer noch, ich mache das gerade. Deswegen, ich glaube, ich war einfach nur zu dumm, das immer noch zu schaffen. Ich hab da keine Erinnerungen mehr dran, was die Bedingungen waren. Aber ich glaube, du musst nicht zum ersten Mal drin sein, du kannst es immer machen. Geh einfach hoch durch die Methode und dann stellst du dich oben vor die Tür, speicherst und dann gehst du immer wieder rein. Dadurch wird das neue Gebiet geladen und dadurch wird immer ein neues Galagladi geladen. Klar, also nichts von das erste Mal und sowas, nö. Aber wenn ich im Video was anderes sage, dann ist der Vergangenheits-Leo lügt weniger als ich jetzt. Ihr müsst auf die Version schauen, ist rausgepatcht worden. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass jemand hier extra eine alte Version von PLA gespielt hat. Deoxys sieht aus wie eine Ultrabestie. Nein. Finde ich nicht. Warum? Ultrabestien sehen anders aus. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass davon tatsächlich eine Custom Fusion existiert. Ich glaube, ich habe das inzwischen, also ich habe das letztens hier upgedatet. Die Sprites werden ja immer aktualisiert von Fusion. Also es gibt ja immer wieder neue Künstler, die da neue Sachen machen. Und ich habe seit langem mal wieder upgedatet und ich glaube, inzwischen ist Gen 1 und Gen 2 so gut wie fertig. Also da ist, glaube ich, alles drin, alles Custom. Probier es mal da hochzukommen, Mr. Direct. Und wenn du es schaffst, erstmal gib nicht auf. Mach so, wie ich es im Video mache. Aber sag Bescheid, ob du es geschafft hast. Mit der neuesten PLA-Version. Noch 40, noch 10 Mal. 40 klingt zu viel und dann, Moment, es ist nur 10. Ich habe gestern Shrimps gemacht. Ich bin jetzt voll der Koch geworden, ey. Gestern Shrimps gemacht mit Paprika und Reis und Ei. Und normalerweise macht es Rosa. Aber die musste gestern arbeiten. Dann habe ich es schon mal gemacht. Und ich habe es anders als sie gemacht. Aber sie hat zugestimmt genickt. Schmeckt's? Hm. Ich habe sogar drauf geachtet. Weil wenn sie das macht, dann müssen die Paprikas alle in Dreiecke geschnitten sein. Nicht Vierecke, das wäre ja... Das machen ja nur Verrückte. In Dreiecke. Ich habe sie alle in Dreiecken geschrieben. Sie hat sich nicht beschwert. Das heißt, ich habe es richtig gemacht. Aber anscheinend waren die Paprika nicht salzig genug. Verdammt. Es war nicht perfekt. Ich fand es perfekt. Garnelen mit Aiolio ist geil. Ja, waren sie auch. Also ich habe die zuerst gemacht mit Knoblauch und Butter tatsächlich. Also Alo Buttero. Das heißt Butter auf Italienisch. Lecce. Nee, Lecce ist Milch. Was ist Butter auf Italienisch? Bufala. Nein. Ich glaube tatsächlich irgendwas mit Buff. Mozzarella Bufala. Nein. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. So, 80. 1500 in unter 4 Stunden.
Gott, es kommt bald wieder. Nummer 3. Und heute schiebe ich mir ein Chicken in den Ofen. Boro, Boro, genau. Schau, Buffalo war nicht so schlecht. Boro. Doch, Boro, Boro ist Butter. Ja, ja, ja. Allo, Boro. Alle Italiener drehen sich im Grab rum. Schneidet ihr auch eure Spaghetti mit Schere durch, bevor ihr sie esst? Es gibt Leute, die das machen. Da drehe ich mich im Grab um. Vier Shiny Deoxys wäre heftig. Habe ich vorhin ausgerechnet. Das wäre eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4,5 Trilliarden. Das war, glaube ich, eine Zahl mit 10 Nullen oder so. Nee, mehr. 6 Nullen. 15 Nullen oder sowas waren das. Also keine Angst, das passiert nicht. Buru, buru, buru. Bevor man sie ins Wasser packt, erstmal durchbrechen. Nicht die armen Shrimpies brechen. Ich habe nicht mal die Kacke rausgemacht. Es waren aber auch Tiger Garnelen. Die haben keine Kacke. Die sind alle weiblich, die kacken nicht. Die pupsen nur Blumen. Wäre es eigentlich rein theoretisch möglich, dass du zwei Shiny Manaphy auf einmal bekommen könntest, weil sie zufällig dieselbe ID haben? Ja. Das wäre möglich. Es kann sein, dass ich zwei Eier bekommen habe, die exakt gleiche ID haben. Oder drei oder vier. Das ist genauso unwahrscheinlich wie hier. Musst du ausrechnen, wie hoch die Chance ist, eine ID zu haben. Mal hoch vier. Hoch 2, hoch 3. Halt, ich bin zu viel, nein. 1504, ich habe versagt. Okay. Real Talk, wie krass wäre das, wenn du das bekommen würdest? So krass, Mariko, so krass. Ich wüsste gar nicht, was ich dann tun würde. Hat das einen Grund, warum die anderen drei Editionen japanisch sind? Sind günstiger. Ich habe keinen Bock, so viel Geld auszugeben für vier Deutsche. Ich hatte eine Deutsche, also so eine japanische kostet zwischen 30 und 40 Euro anstatt 150 oder so. Du bist ein Chetot, Inso, aka Plaudergei. Game Master ist schrecklich. Schön mit dem Messer zerschneiden und dann mit dem Löffel essen. Da habe ich war damals halt immer früher in Italien im Urlaub, so halt in Pfingsten und Ostern. Und einmal durfte ich einen Freund mitnehmen. Der war dann dabei und der hat in den Restaurants immer Spaghetti bestellt und immer die Spaghetti durchgeschnitten mit dem Messer und dann mit dem Löffel gegessen. Oh, ich habe mich schon als Teenager oder als Kind fremd geschämt. Es hat schon früh angefangen mit dem Schämen. Das ist genau, als richtiges Kind ist das noch okay. Ich meine, im Endeffekt soll jeder machen, wenn man alleine ist, vor der Couch, sowas machen, wie man will, rein in den Pürierer und komplett pürieren und als Shake trinken die Bolognese. Es muss nicht mal die komplette gleiche ID sein, das ist eben ja.
Ja, die letzten Stellen sind zwingend fürs Shiny, ja. Es reicht, wenn, ich glaube, die drei letzten Ziffern müssen übereinstimmen. Oder vier, ich glaube drei. Stimmt, Basti hat vollkommen recht. Natürlich hast du das Manafi, so wie er sich auskennt. Natürlich hat er das Manafi. Ja, es muss ja nicht mehr die ganze ID stimmen. Ich werde sauer, wenn man die Spaghetti mit einem Löffel isst. Ich auch. Ich fühle mich immer persönlich angegriffen, wenn Kellner, Kellnerin kommt und dir einen Löffel zu den Spaghetti dazulegt. Und dann nehme ich den immer und lege den extra ganz weit weg, so von wegen, den müssen sie mir nicht geben, ich bin kultiviert. Dann nehme ich beide Hände und drehe so die Gabel zu so einem riesigen Kloß. Nee, ich benutze auch keinen Löffel. Es wurde mir als Kind tatsächlich so beigebracht, du nimmst keinen Löffel. Das machen nur die, die es nicht können. Und die Italiener machen das ohne Löffel. Und selbst in Italien geben die den Löffel nur den Touristen. Du nimmst keinen Löffel. Das ist richtig hart. Ich war richtig unter der Fuchtel, ey. Ich wurde richtig hart erzogen. Kein Spaghetti mit Löffel essen. Dürften drei Ziffern sein, die nicht stimmen müssen. Und 13, die passen müssen. Achso, so rum. Okay. Ja, es sind 16. 8 und 8. Das gibt es auch nur in Deutschland. Mit einem Löffel dazulegen? Nee, ich glaube, überall außer Italien wird dir ein Löffel dazugelegt. Schau, Xenoblade hat den Blizzard Temple Skip gerade probiert und geschafft. Jawohl. Und du hast die neueste, bist mit dem Internet und so, hast du das neueste Update. Gnocchi. Ich mach beides, weil ohne Löffel wurde mir verboten. Warum wurde dir das verboten? So Helikopter, überall die Soße wird hingedreht, so. Du nimmst einen Löffel. Helikopter, Helikopter. Das Schwere ist halt, ich verstehe schon, dass es nicht das Leichteste ist, Spaghetti zu essen mit einer Gabel. Aber der Trick ist einfach, dass du den Rand vom Teller nimmst. Weil wenn du drehst und drehst und drehst, hört es ja nicht auf. Aber wenn du dir eine kleine Portion auf den Rand vom Teller schiebst und da drehst, dann hast du eine kleine Portion, die du essen kannst. Ich meine, ich muss in unserem Haushalt Suppennudeln mit Stäbchen essen. Ich meine, ich muss nicht, aber ich esse Suppennudeln mit Stäbchen. Wisst ihr, wie schwierig das ist? Aber es ist tatsächlich nicht schwierig, wenn man einfach drauf scheißt, so wie man es auch machen kann, indem man einfach schlürft. Du musst es nur schaffen, mit Stäbchen eine Nudel in den Mund zu kriegen und dann... Das sind ja keine italienischen Spaghetti. Nimm doch Strohhalm. Wie dumm ist das? Du hast die Wahl, mit Stäbchen essen oder gar nicht. Ja. Buchstabennudel mit Stäbchen. Nein, 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 das macht man nicht. Ich habe ohne Löffel mich vollgesaut. Musst du langsam drehen. Wie lange ist der Thais noch online? Wir gehen zum lieben Thais, Teil unseres Teams Elysia. Haben wir eigentlich gesagt, wie wir es aussprechen? Elysia oder Elysia? Ich glaube Elysia. Elijah. Elysia. Der liebe Thais, ich liebe ihn so sehr. Ja, Reis ist ja leicht zu essen mit Stäbchen. Das Problem ist, wenn du die letzten 10 Stunden Boxen gemacht hast mit bloßen Händen, und Uma Thurman bist, dann schaffst du es vielleicht nicht, Reis zu essen mit Ding. Würde ich auch nicht.
Heißt, vielleicht hört er auch bald auf. Vielleicht haben wir noch ein bisschen mit ihm. Leute, vielen Dank fürs Dasein. Schönes Wochenende. Ich bin wahrscheinlich erst Montag wieder da. Vielleicht schon mit Gen 5, ansonsten mit Manafi oder Deoxys. Und YouTube-Video anschauen, falls ihr noch nicht gemacht habt. Über die besten Webseiten für Pokémon-Trainer. Vielen Dank fürs Dasein. Und Bussi, tschüssi, bye bye.